Leg den Bademantel weg und zieh dich an. Das wäre dann wenigstens thematisch passend. Ach, ich arbeite die meiste Zeit von zu Hause aus. Das ist, auch ein Bademantel. Wie Michael sich das vorstellen würde. Ich würde ja gerne hier im Büro im Bademantel arbeiten. Ja, das habe ich dir auch schon mehr als einmal verboten. Ich hätte gerne einen Ulysses gebrandeten Bademantel. Mhm. Dann wäre es okay. Nein. Das wäre richtig cool. Nein. Nein. Ein Bademantel mit Hörnchen an der Kante, sodass man der Drache wird, wenn man ihn anzieht. Nein. Ist das ein Problem, dass wir das live besprechen? Was? Wie wäre es, wenn man statt dem Bademantel einfach so einen Abendrock, dann so wie, da kann man so vom Kamin, da braucht man auch einen Kamin, da kann man sich dann abends da hinsetzen, seinen Cognac schwenken, den man ja nur zum Schwenken braucht, den trinkt ja kein Mensch, und dann distinguiert über Sachen, über Rollenspiele zu reden. Daraus machen wir ein neues Format, Michael. 13. Gut, so, also herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Der Wald ohne Wiederkehr. Wir spielen DSA 1. Warum gehen wir immer wieder dorthin zurück? Das ist jetzt nie rausgekommen. Ist das die vierte Sitzung? Ich glaube, das ist die vierte. Und der Charakterbogen kriegt jetzt Charakter. Ja, ein Charakterbogen ist erst ein Charakterbogen, wenn er ein Getränk hat. Ausreichend viele Flecken hat. Sehr gut, also wir geben hier alles. Kurz zusammenfassend. Unsere Helden haben, nachdem sie den Wald ohne Wiederkehr erfolgreich durchquert haben und die oberen Bereiche der Ruine der Burg Andergast begutachtet haben. Du meinst Club Andergast? Nein, da war es noch Burg Andergast. Zu diesem Zeitpunkt war es noch die Ruine von Burg Andergast. Haben sie sich schließlich in die tieferen Ebenen der Burg hinabbegeben und dort für sich festgestellt, dass es in Wahrheit Club Andergast ist, wie wir inzwischen wissen. Und sie haben den ortsansässigen Gruppenleiter Folter ist leider an einer Metallvergiftung gestorben. An einer tiefen Metallvergiftung gestorben. Und sie haben aber trotzdem zwei Gefangene befreit, nämlich Pelgor und Arnbold. Die hatte ich ganz vergessen. Ja, Arnbold ist tatsächlich auch sehr geschwächt und hat, glaube ich, von euch einen Dolch oder so bekommen. Und Pelgor habt ihr losgeschickt, der soll sich gefälligst selbst das aus der Folterkammer klauen. Der ist ein bisschen enthusiastischer gewesen. Pelgor war der Nervige, der ganz außen war. Genau. Geht's jetzt los? Nein. Wir müssen uns noch die glühenden Kohlen aus dem Feuer holen. Was? Sonst kann er euch nachher wieder anfangen zu foltern. Ich dachte, wir befreien jetzt die Burg. Oder was davon übrig ist. Sieht es so schlimm aus. Der Garten steht noch. Der ist zwar sehr schön gepflegt. Und die meiste Kleidung ist sauber zusammen. Aber seitdem Rapan tot ist, ist unsere Hoffnung sowieso geschwunden. Wer ist tot? Wer war nochmal Rapan? Ach, das ist der, den sie ja tot gefoltert haben, als wir gerade ankamen. Der Vogt. Ja, genau. Der Burgvogt. Was genau ist hier eigentlich passiert? Ich glaube, hier sind Dinge ein bisschen außer Kontrolle geraten. Jemand hat sein Safe-Word nicht gesagt. Also, okay. Also wir sind überfallen worden. Und zwar jeder Menge Viecher. Also so, das waren Dämonen und sowas. Dämonen? Ja, Arnbold, sag doch mal was. Wieder nach Hause gehen. Ja, schreckliche geflügelte Dämonen. Geflügelte Dämonen. Wir sollten erst gleich Stimmt, den haben wir im Umkleidezimmer schon erschlagen. Wie viel das ausgeflügelt war und habt ihr? Ja, aber es war mehr als einer. Scheinbar. Ach ja. Stimmt, das ist eher so ein. Und sie wurden angeführt von Murgol! Dem Magier? Dem schändlichen Magier, der einst tatsächlich hier als Hofmagier. Was ist denn da so rot? Ich hab mein Schild hoch. Willst du mich auffangen? Nö. Klar. Also er fällt hustend und dabei noch ein bisschen Bluthusten vor allen Dingen zu Boden. Pelgor steht völlig erstarrt daneben. Scheint nicht zu reagieren. Vielleicht liegt es daran, dass das mehr so eine Begleitfigur ist. Will einer der Anwesenden der irgendwas tun? Warum hast du ihn nicht aufgefangen? Wer weiß nicht, was er für Krankheiten hat. Kümmere mich doch um ihn. Vielleicht ist er verflucht worden von diesem Magier. Mach was, bevor der Spieler weiterrutscht. Ich hab kein Parfum.
Firmware. Das wird auch nicht an NSCs verschwendet. Was? Wir haben noch. Ich glaube, er ist tot. Poke? Arnbold, Arnbold, nein, nicht noch ein Opfer. Also, Pelgor kniet vor ihm nieder, rüttelt ihn und sinkt mit dem Kopf von Übel über ihm zusammen. Wir werden ihn rächen. Diese Schweine. Wir brauchen eine große Motivation. Das sind 20 Lebenspunkte, die wieder mit uns herlaufen. Das sagt nichts dagegen. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir werden ihn rächen. Ich habe das Gefühl, Nubor sieht andere Personen in dieser Welt nicht als gleichrangig an. Ich glaube, er hält sich für was Besseres. Gut, also Arnbold kann ich schon mal streichen. Den haben wir abgefertigt. So. Das spricht nicht für seine Taten, aber... Mhm. Oder Fähigkeiten. Pelgor steht da, guckt euch ein bisschen verwirrt an. Hast du eine Waffe geholt? Ja! Er zeigt dir stolz das Schwert, was er... Super. Andersrum. Nein, das würde wehtun. Nein, nicht da. So. Welche Funktion hattest du denn vorher hier auf dieser Burg? Ich gehörte zu der Wachmannschaft. Ach, dann weißt du also, wie man das Ding benutzt? Ja! Super. Kennst du dich hier unten aus? Nein. Dann gehen wir jetzt einfach links an der Wand. Also wir als erfahrene Abenteurer können wir schon mal eins verraten. Das ist ein unglaublich schlauer Plan. Ja, wir gehen jetzt hier links an der Wand entlang und hier unten vorbei. Also ihr geht zurück dorthin, wo ihr gekommen seid. Also hier haben wir ja schon die linkseste Möglichkeit erfasst. Das heißt, wir müssen hier umbrechen, dann hier vorbei und was war da das? Da wart ihr schon. Ja, aber dann... Genau, da sind wir reingekommen. Hier unten. An die Regiekarte, die Helden bewegen sich zu Punkt A. Punkt A. A. Ruhe. Punkt A. Möchtest du einen A? Warum sitzt hier ein Relaxo? Zu zeigen, wie gechillt wir sind. Oh. Das ist mein Relaxo. Gönn mir die Freude. Nein, das war der falsche Versuch. Ansonsten, da, komm, kuschel du mit deinem Relaxo. Das ist ja voll süß. Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Könnt ihr das Relaxo in Ruhe lassen? Von meinem Bruder. Danke, Andreas. Ich weiß noch, wie alle gehofft haben, im Relaxo-Hotel auf dem ein Relaxo zu fangen. Ja, zu Recht. So. Kam aber keins, glaube ich. Ihr bewegt euch zurück in die Richtung, wo ihr schon mal wart und dort dann so verwirrt umgedreht seid. Ja, weil ja, komische Dinge mit der Kartografie passiert sind. Ja, ich muss da an der Stelle auch leider zugeben, dass ich da vielleicht den einen oder anderen kleinen Fehler bei der Interpretation der Unterlagen gemacht habe. Aber versucht es doch einfach nochmal neu. Wie? Es gibt da Unterlagen, die man falsch interpretieren kann. Wie? Du und Fehler? Sind da möglicherweise Informationen vollkommen nutzlos in einem langen Fließtext versteckt? Nee, sowas würde hier nicht vorkommen, aber ich kann euch, wenn ihr wollt, gleich mal einen Text vorlesen. Nee, ich habe genug Vorlesetexte aus dem Abenteuer gehabt. Wir sind noch lange nicht am Ende, mein Freund. Du hättest auch einfach sagen können, das ist ein magischer Effekt, der nur einmal ausgelöst wird. Das auch. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Wie macht ihr denn weiter? An der Wand entlang. Ja. Nur vorne weg. Ja, mit dem Pelgor hinter mir. Okay, also im Gegensatz zu allen anderen Gängen beschreibt dieser Gang eine Kurve. Das kann man ja kaum zeichnerisch darstellen. Genau, der bewegt sich hier entlang und ihr kommt dann plötzlich an einer Abzweigung wiederum. Ist nach links seht ihr eine Tür, nach rechts führt das, wie ihr das vorher schon gesehen habt, auf Richtung dieser Kreuzung. Wir gehen links, ich trete die Tür ein. Okay, du näherst dich dieser Tür und als du gerade den Fuß hebst, kommt bing ein Pfeil aus der Wand und trifft dich in die Seite. Du darfst, wenn du willst, nochmal auf Geschicklichkeit würfeln. Eine 4, ich hab's geschafft. Hast du den auch mit dem 5er Schwert geschafft? Ja. Nee. Ich habe eine 4 gewürfelt. Ich habe Geschicklichkeit 9, das ist ein 5er Schwert. Das System kennt Erschwernisse? Ja. Geschicklichkeit plus 5. Ja, ist genau gesagt. Ich glaube, ich habe das nicht gesehen. Willst du nicht nochmal neu würfeln? Nein, will ich nicht. Na gut, okay. Alles klar. Also du weißt völlig geschickt, wie Nubo nur mal so ist, was einfach nur im Endeffekt daran liegt, dass du einen Ausfallschritt machen wolltest, weil du fast auf die Fresse gefallen wärst, diesen Bolzen aus, der neben dir in die Wand einschlägt. Und dort wirklich so tief in dem Stein versinkt. Boah, das hätte ziemlich wehgetan. Ja. Bin ich froh, dass du voraus bist. Du hältst mitten im Tritt in. Wow. Aus dieser Bolzenfalle, die da seitlich in der Wand war. Ich gucke mal unter Nubos Füßen, ob da was ist, was es ausgelöst hat. Mhm, da ist so eine kleine Klasse. Schau mal, das Loch, ob die sich wieder neu lädt.
Nein! Ich gucke mal nach Fallen. Oder nicht zu gesund. Also du guckst nach und stellst fest, dass das tatsächlich nur eine einzelne Armbrust war, die einen Bolzen verschossen hat. Also das ist kein automatisches Nachladen, das ist keine Zwergenarbeit. Oder ob da noch eine zweite wäre. Oder? Nee. Also keine Zwergenarbeit. Keine Zwergenarbeit. Du stehst vor der Tür. Ich drehe die Tür ein. Würfel doch mal auf Körperkraft. 19. Bong! Oh, ist die stabil. Pelgor, zeig der Tür mal, wie stark ich bin. Was? Warum? Die sieht echt massiv aus. Also in dem Moment jetzt, weil du hast ja noch nicht zugelassen, dass ich beschreibe, stellst du fest, dass das wirklich eine sehr, sehr stabile Tür ist. So mit Eisenbeschlägen, und du würdest schätzen, dass das Ding wahrscheinlich so einen halben Meter dick ist. Und ich habe da so einen Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. In meinem Inventar steht ein goldener Schlüssel. Vielleicht ist das so eine Art Universalschlüssel, den du überall benutzen kannst. Das ist der Schlüssel, den ihr in dem einen Gebäude gefunden habt, oben im oberen Stockwerk. Das Gebäude. Eines der Gebäude. Diese Häuschen, die da irgendwie planlos auf dem Burghof standen. Und das war, ihr wusstet damals nicht, was ihr damit anfangen sollt, weil die Truhe, die da noch in dem Raum war, die konntet ihr damit nicht öffnen. Das war ein vergoldeter Schlüssel. Mhm. Warum man auch immer Schlüssel vergolden sollte. Aber gut, probier's. Ja. Alles steht da ganz erstaunt, als du den Schlüssel reinschiebst und als du ihn rumdrehst, hört man so ein Knirschen. Nuba schaut sich schon ganz erschreckt um. Tu ich nicht. Doch, seit wann regierst du über deinen Charakter? Also du schaust dich ganz erschreckt um und hast Angst, dass irgendwo wieder ein Bolzen auf dich zugeschossen kommt. Willst du eine Strichliste führen, wie oft Markus vorschreibt, was dein Charakter tut? Nein. Wir sind jetzt innerhalb von 2 Sätzen 2. Tabak. Schlüssel abgebrochen oder Schloss offen? Tatsächlich das Schloss offen. Ich habe das tatsächlich direkt geschafft. Das ist der einzige Weg, wie mir hier gesagt wurde, wie man überhaupt in diesen Raum kommt. Der einzigste? Der einzige. Ach, schade. Verschwindet der Schlüssel nach der Benutzung? Nein, das ist ein Schlüssel. Verschwinden bei dir standardmäßig die Schlüssel, wenn sie in Rollenspielen ständig. Ja, das hat was mit Ordnung im Inventar zu tun. Alles hat seinen Platz, ne? Es ist, ich glaube, in Skyrim war das noch so, dass die nicht verschwunden sind. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Du hast das ganze Inventar irgendwann voll mit Schlüsseln, von denen du nicht weißt, wofür sie eigentlich waren. Es gab nicht mal ein Schlüsselband-Item-Slot oder so. Ärgerlich. Okay, ihr steht vor dieser Tür. Pelgor guckt euch völlig verwirrt an, als ihr euch über Schlüssel benutzt. Und keiner macht die Tür auf. Ja, du würdest die Tür aufmachen. Ich habe hier den Schlüsseldienst. Genau, ja. Wir stürmen rein und überraschen denjenigen. Wen? Woher wollen wir überhaupt wissen, dass da jemand drin ist, wenn die Tür von außen abgeschlossen war? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es die Schatzkammer. Vielleicht ist es die Toilette. Vielleicht ist dahinter eine Falle. Hätte Fahrradkette. Was macht ihr denn jetzt? Nubor, mach die Tür auf. Ich öffne die Türe. Ganz sicher? Ja. Wirklich? Scheiße, ja. Na gut, ich bin fertig mit dem Zeichen, jetzt darfst du. Dahinter ist ein Raum. Ein rechteckiger, dunkler Raum, der in westöstlicher Richtung 12 Meter und in nordsüdlicher 8 Meter misst. Ein 1 Meter breiter und 1 Meter hoher Marmorvorsprung zieht sich entlang der Nord- und Ostwand bis über die halbe Südwand. Über ihm hängt ein langer Wandteppich an der Nordwand. Auf ihm stehen und liegen teilweise zerstörte Gegenstände in großer Unordnung. Die Eingangstür ist in der Westwand. Der Raum ist 3 Meter hoch. Oh, wir haben das Gobelinzimmer gefunden. Dieser Raum wurde offensichtlich geplündert, obwohl er abgeschlossen war. Auf dem Marmorvorsprung in der Nordwand liegen die Scherben zerbrochener Vasen, Fiolen, Glas und Steingutbehälter. Hier und da ist noch eine Schale oder Vase ganz. Der Wandteppich darüber zeigt Szenen aus einer glücklicheren Zeit. Eine Bärenjagd im Wald, die Hochzeit eines schönen Mädchens mit goldenem Haar, Erntemotive und auch eine Schlachtszene gegen einen Barbarenstamm. Das waren noch glückliche Zeiten. An der Ostwand ist der Marmorvorsprung völlig abgeräumt, während an der Südwand rußgeschwärzte Teppiche und Tücher in unordentlichen Stapeln liegen. Sie erschienen den Plünderern wohl wertlos. Das ist eine sehr gute Handarbeit. Ich bin sehr viel genügsamer. Ich schaue mir das nochmal an, was die Plünderer zurückgelassen haben. Ich
gucke mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein Versteck oder sowas, wo wirklich wertvolle Sachen versteckt wurden. Oh ja, du kannst ja sowas riechen. Total faszinierend. Ja. Hat das vielleicht irgendwie mit dem Luftzug zu tun? Oder? Nein, wir können Gold. Du möchtest deine Zwergennase einsetzen. Ja. Du riechst Geheimtür am Südhang. Du findest tatsächlich hier. Ich bin mir nicht sicher, ob der Künstler jemals einen Bären aus der Nähe gesehen hat. Och. Das sieht halt aus wie ein großer, dicker Hund. Ich habe wie ein Spürhund. Ich glaube, unser Zwerg hat was geschnüffelt. Er schlägt an. Ist da eine Geheimtür. So, genau. Ihr findet aber tatsächlich Gegenstände. Außer dem zerbrochenen Müll, meinst du? Ja, also bevor du die Tür aufmachen kannst, ruft Nuba hinter dir. Ich habe was gefunden! Ihr habt 6 Gegenstände gefunden. Das steht hier so. Erstens, eine wunderschöne blau gemaserte Vase, in der Dukaten und Silbertaler liegen. Zweitens, ein Seidenteppich, 1x2 Meter aus dem Osten. Mach das aus Turin? Drittens, also von da, wo ihr seid, liegt eigentlich alles im Osten. Also von da ist die Aussage auf jeden Fall richtig. Drittens, eine grüne Fiole. Viertens, ein goldener Dolch. Fünftens, ein schwerer Zinnteller, auf dem ein Diamant liegt. Sechstens, ein flaschenähnlicher Glasbehälter, in dem ein roter Edelstein leuchtet. Ich finde es schön, dass immer die weniger wichtigen Sachen zuerst genannt werden. Ein Zinnteller, auf dem ein Diamant liegt. Ihr findet einen Diamanten, der zufällig auch ein Zinnteller ist. Nein. Aber wen interessiert der scheiß Zinnteller? Ich glaube, die Leute, die hier schon geplündert haben, waren echte Kacklobs. Also. Oder hier war noch echt viel. So, jetzt kommen wir zu dem richtigen spannenden Teil. Meisterinformation. Erster Satz. Jeder Held darf einen Schatz wählen. Dann fangt doch mal. Das müssen die beiden anderen. Nee. Ich nehme den Zinnteller. Den Diamant kann ich jemand anders haben. Nein, kann ich den Teppich haben? Diesen garantiert nicht nostrischen Teppich, weil das das Einzige ist, was westlich ist. Du willst ihn zwar sagen, okay, du hast einen. Du hast einen Zinnteller, auf dem ein doch recht ansehnlicher Diamant liegt. Ich will nicht den Diamant, ich will den Teppich. Das geht nicht. Ich dachte, das ist der Seidenteppich, ja der, das ist ja kein Problem. Ja, den Wandteppich, das wäre schon ein bisschen umständlich. Okay. Du hast einen Seidenteppich, der ist trotzdem gar nicht so klein. Also du, was machst du jetzt mit dem genau? Ich roll den zusammen. Du hast einen neuen Gebetsteppich. Und dann lege ich den mir über die Schulter und dann knote ich die beiden Enden hier rechts zusammen. Mhm. Also du hast so über den Rücken so einen Teppich. Mhm. Ja, und immer wenn ich jetzt mal einen Teppich brauche, habe ich einen. Das ist ein Umlegeteppich. Mhm. Das macht man immer. Ich schreibe mir das mal auf. Okay, ja. Ein Seidenteppich aus dem Osten. Ganz richtig. In Klammern umgehängt. So. Ich nehme diese Fiole mit den Rubinen. Mhm. Und Nuru will sich den Diamanten oder die Geldstücke nehmen, um sich damit ein Schild zu kaufen, der dann genau 5 Minuten behalten wird. Ich kann nichts sehen. Duft haben. So. Oh, ein Schild. Also du hast diese, das ist so eine Karaffe, in der ein Rubin, also würdest du jetzt schätzen, drin ist tatsächlich. Ist da Flüssigkeit drin, oder? Nee. Warum tut man denn, die Leute haben hier ein seltsames Ordnungssystem. Lass uns das Geld doch in die Vase tun. Und den Diamant, den heben wir sehr, sehr sorgfältig auf diesem Zinnteller auf. Vielleicht ist er verflucht. Und die Rubine tust du bitte in die Karaffe. Ja, das ist ja die Vase für die Münzen. Ich würde gerne die Vase Rubine, mit den Münzen. Ja, für die Diamanten. Ja. Okay, na, was möchtest du mit dem, also möchtest du dir den näher angucken? Ja, gerne. Aber wie gucke ich mir den näher an? Also gibt es einen Regen? Okay, nein, holst du ihn raus oder was? Oder ja, wie doch, dann dabei? Halte ich mal ins Licht. Okay, du lässt ihn rausfallen oder willst du ihn rausholen? Ich lasse ihn rausfallen. Rausfallen, sicher. Nicht rein. Das wäre viel witziger. Wie groß ist denn die Flasche, dass du reingreifen könntest? Ja, so, ich habe so Zwergenhände, die passen da bestimmt nicht rein. Na gut, okay. Also du lässt ihn dir auf die Hand fallen. Und dicken kleinen Stummelfinger. Und das dauert so 2-3 Herzschläge. Dann macht es so bumm, bumm, bumm und deine Hand. Pum! Schwillt plötzlich bis auf die doppelte Größe an. Das war unerwartet. Gut, dass du nicht in die Karaffe gegriffen hast, sonst würdest du die halt nicht mehr rauskriegen. Genau, das steht hier auch so drin. Freios sieht alles. Wie wäre es, wenn du den Stein... Ich tue mal den Stein wieder in die Karaffe.
Ja. Da hat man Hand immer noch. Das ist jetzt deine Watschenhand. Das sieht ungünstig aus. Gib mal her. Ich mache mit Fuß von der Fackel oder so eine Markierung, wie weit die Schwellung ist. Wir müssen beobachten, ob das mehr wird oder weniger. Also du hast auf jeden Fall jetzt eine Hand, die du aktuell nicht benutzen kannst. Sie pulsiert auch so ganz angenehm mit einem Herzschlag. Mhm. Und jetzt in seinem Herzschlag oder in einem anderen? Nein, mit deinem Herzschlag. Ich glaube, zwei Herzschlag ist ein bisschen langsam. Achso, weil sie länger leben, das liegt daran. Ja, genau. So. Zu niedrig ist, verstehe. Genau. Gut, aber du immerhin, du hast diesen Edelstein, aber eine Waffe kannst du damit momentan nicht führen mit der Hand. Ich hätte gern die Vase mit dem Münzenschleif. Die sieht mir am wenigsten verflucht aus. Glaubt ihr, das ist ein magischer Effekt oder der Edelstein ist mit Gift bestrichen? Ich würde auch gerne die Münzen aus der Vase in meinen Plündersack schütten. Weil eigentlich ziemlich resistent gegen Gifte sind. Okay, also aber seid ihr nicht auch relativ resistent gegen Magie? Du schüttest das Geld in deinen Plündersack. Das sind 6 Dukaten und 34 Silbertaler. Und die Vase packst du dann dazu, oder was? Nee. Das geht eh nur direkt kaputt. Das heißt, die lässt du stehen, oder was? Ja. Hast du das Abenteuer gelesen? Nee. Sicher? Wieso ist die auch verflucht? Ich glaube dir einfach nicht, dass du so intelligent handelst an der Stelle. Normalerweise nehmen Helden sowas immer mit. Hallo, ich habe meinen Plünderbeutel. Ja, der Plünderbeutel ist... Du kannst gar nicht wissen, dass das intelligent ist. Das ist nämlich völlig wahllos. Der Plünderbeutel ist zertifiziert für so ein solches Plündergut, nicht für zerbrechlichen Kram. Ach so. Das waren, was, 6 Dukaten? 6 Dukaten und 34 Silbertaler. Jetzt bin ich gespannt, welche negativen Auswirkungen mein Teppich noch 6 haben. 6 Dukaten und 37 Silbertaler. Gut. Alles klar? Ja, klar. 6 Dukaten und 37 Silbertaler sind nicht so wirklich viel. Das ist schon eine Menge. Wie groß ist denn die, wie groß war denn die Vase? Naja, das war so eine... Weiß ja nicht, Vase. Ob das jetzt wirklich alles in Dukaten und Silber war. Vielleicht ist das ja nur ein Zusammenrechnung war für kleinere Münzen teilweise. Oder waren es 6 Dukaten? Oder? Hier steht 6 Dukaten und 34 Silbertaler. 34 dann. 34. Hast du dir mehr aufgeschrieben? Ja. Schlingel. So, aber bei diesem, in diesem Moment fällt dir natürlich ein, neben der Tatsache, dass du jetzt eine riesen Pranke hast. Oh. Ich hätte auch noch Interesse an dieser grünen Flasche, nein. Aber das Interesse ist erloschen. Nachdem ja, ich die das ist instant alarmed. Weil man kann ja nur einen aussuchen. Ja. Ich habe einen Teppich. Pelgor, interessierst du dich für einen dieser Schätze? Nee, ich bin kein Held. Das steht hier eindeutig dabei. Nur Helden können das. Mach nichts, Pelgor. Wir auch nicht. Prost, Pelgor. Also, Pelgor nimmt sich den Dolch, der da noch liegt. Den goldenen Dolch. Ist das ein vergoldeter Dolch oder ein goldener Dolch? In dem Moment, dass er den hochnimmt, oh verdammt, der ist nur aus Katzengold. Das ist ja noch schlimmer. Wie kriegt man denn Katzengold in diese Form? Durch Magie vermutlich. Der macht beachtliche 1W6 minus 1 Punkt Schaden. Pro Faktor? Der steht nicht mal dabei. Ich komme damit nicht klar, wie viel Energie die Leute hier auf sinnlose Dinge verschwendet haben. Vielleicht hatten die zu viel Freizeit. Vielleicht ist das so eine Freizeitbeschäftigung von Adligen, sinnlosen Scheiß zu bauen. Ich dachte, das ist einfach Menschenhandwerk. Das ist immer so scheiße. Wollen wir jetzt nicht langsam mal durch die Geheimtür gehen? Die Geheimtür, die hatte ich schon vergessen. Möchte deine Hand nicht vorgehen? Ich drücke mal mit der Hand die Tür auf. Oh, schön. Ja. Und es tut sich dahinter ein kleiner Gang auf. Der euch, wie sollte es auch anders sein? Also für Grubenarbeit ist das echt praktisch jetzt. Das ist ein Maulwurf mit sich. Ja. Schaufel. An eine weitere Tür führt. Eine weitere. Das ist eine Tür hinter der Tür. Eine weitere Was? Geheimtür, wohlgemerkt. Solange nicht für jede Tür ein eigener Abschnitt da ist. Ist irgendwas in diesem Gangraum? Nein. Ich habe nicht mal einen Beschreibungstext. Das ist einfach nur ein Verbindungsgeheimgang. Ja. Wir wissen nicht, wie hoch er ist. Broken. Bam, das Abenteuer ist im Arsch. Wie sind denn die Mauern verarbeitet? Wir konnten mit so wenig Informationen also, nicht umgehen. Okay, ich lese jetzt mal nach. Du bist immer noch vorne, ne? Ich meine, da ist bestimmt nicht genug Platz, dass wir da tauschen könnten. Also nicht mit der Nein. Nein, nein, nein.
Dann gehen wir damit weiter voraus und drücken mal den anderen Geheimgang auf. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Wer einen Geheimgang zu dieser, diesem Gobelin-Zimmer voll mit unnützen Dingen brauchte. Das ist, also da also unnütze Dinge bis auf den Teppich. Und 6 Dukaten und 34 Silberstücke. Geld. Geld. Da, wo ich herkomme, brauchen wir sowas. Wovon hast du denn deine Axt bezahlt? Sicher, dass wir den Diamanten, den Rubin auch auf irgendeinem Jahrmarkt oder so wirklich gut gewinnbringend verkaufen so. Können. Ein Raum. Je nachdem, welchen Körperteil man damit berührt oder was. Ein ein länglicher von Westen nach Osten 12 Meter und von Norden nach Süden 6 Meter messender Raum mit einem Erker von 2x2 Meter in der Mitte der Ostwand. Es gibt eine Tür in der Westwand, eine zweite in dem Erker an der was? Nein, an der Westwand, eine zweite in dem Erker an der Ostwand. Da ist keine Tür. Da ist keine Tür. Nein, da ist keine Tür. Vielleicht eine Tür zum Erker? Ah, da sind wir. Okay, alles klar. Nein, alles gut. Gut. Gleich links neben der Tür an der Westwand beginnt schon die Nordwand, die erst nach 2 Metern 2 weitere Meter nach Norden zurückweicht. Weil da der Geheimgang erst noch einführen muss. Natürlich. Genau. An der Nord- und Südwand sind Gestelle und Haltevorrichtung. Mitten im Raum stehen 2 Skelette. Oh! Das ist wenigstens ein durchgängig genutztes Stilmittel. Oder hast du das abgewertet? Wo kommt die denn her? Ich dachte gerade erst, meine erste Vorstellung war nicht, dass der Kämpfer des Skelette steht, sondern aha, hier ist wieder eine Folterkammer und da hängen noch die Reste von Kuppeln, aber es sind wirklich bewaffnete Skelette, ja. Die sich bewegen. Ja, ups. Wenigstens mache ich jetzt Wuchtschaden. Klapper, 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 klapper. Bong. Na, Moment. Wie viel Mut habt ihr? 8. 11. Deswegen habe ich auch schon panisch aufgeschrieben. Du hast 12. Du darfst zuerst. Ich attackiere eins der Skelette. Das linkere von beiden. Das linkereste? Von dir aus gesehen oder von Skeletten aus gesehen? Ja, von mir aus gesehen. Das ist ja völlig bescheuert, wie das hier. Egal. Okay. Ich verfehle das Skelett. Das stimmt wohl. Dann sind die Skelette dran. Das erste Skelett stürzt sich auf dich. Was? Der macht zwar. Ja. Das sind verdammt mutige Skelette. Die haben ja nichts mehr zu verlieren. Sonst würden sie sich hier nicht mehr rumtreiben. Wirkt aber etwas eingerostet. Und das zweite Skelett stürzt sich auf. Ah! Vita. Auch vorbei. Pelgor steht da wie erstarrt. Oh Gott! Skelette! Ja, drauf! So. Du. Dann nehme ich in der anderen Hand mein Was für Mutwert hat. Was für ein Mutwert hat Pelgor? Mal gucken, ob ich Werte habe. Ich nehme doch keinen LSC mit, der keine Werte hat. Wofür sind der sonst gut? 10. Wir können unsere Fackel halten. Richtig. Dann schlage ich zu. Mit der Waffe. Aha. Mit der Waffe oder der Watschen? Du mit hast der guten Hand. Mit der Waffe. Das ist. Ach so, du hast ihn in die linke Hand fallen lassen. Oh, das war aber geschickt von dir. Das ist praktisch, wenn der später links oder rechts und der Charakter rechts sein. Haben wir ja festgelegt gehabt, ob die Charaktere links oder rechts sein. Wie wäre denn der Malus für die Benutzung der falschen Hand? Laut meinen Tabellen hier. Für dich oder für den Rest? -3. Hätte ich trotzdem getroffen. Ach, okay, na gut. Also, du hast das Skelett getroffen. Mit was hast du das denn angegriffen? Einem Krummschwert. Dann verursachst du nur halben Schaden. Weil es ist dein Skelett. Das sind 6. Das ist schon die Hälfte. Das ist schon die Hälfte. Was hast denn du? Ich habe nur 6 gemacht. Okay, das Skelett hat auch noch so ein abgefracktes, vergammeltes Schild. Ich brauche mal einen neuen Charakterbogen. Da. Das ist so ein Skelettschild. Das kannst du nicht benutzen. Das ist nicht equipbar. Du stehst davon. Meine Finger sind zu dick. Das ist für Skeletthände. So, Leta. Ich treffe. Erstaunlich. Mit einer Axt. Das ist eine Wuchtwaffe. Und das Skelett hat nicht pariert. 10. Seht, eine Axt sagt Wuchtwaffe. Nein, also, das ist eine Hiebwaffe. Nein. Aber schon. Hiebwaffen machen auch noch halben Schaden. Ja. Dann sind es 5. Nur stumpfe Schlagwaffen. Der Chat weist darauf hin, dass du eigentlich jede Waffe mit 2 Händen führen müsstest.
Weil du Zwerg bist. Minus 3. Oh, hätte trotzdem getroffen. Danke, Chat. Weiter so. Was für eine Waffe? Mit dem weiter Weg unser Leben Schwierigkeiten zu machen. Messer könntest du danke, eigentlich. Danke, Chat. Ein Messer bringt, glaube ich, gegen Skelette gar nichts mehr. Fünf, dann die Hälfte. Genau, und dann. Okay, alles klar. Nächste Runde. Nubor, jetzt geht's. Welches Skelett greifst du denn an? Das linke Runde. 3, ich treffe. Das Skelett pariert. Das bedeutet? Bruchfaktor. Irgendwie hat die Begeisterung. Mein Schwert hält. Ja. Meins auch. Es ist 3 Uhr morgens im Schloss Andergast. Das Schwert hält. Klonk, klonk, das Schwert hält. Oh Gott. Ganz schlimme Bilder. So, die Skelette. Du wirst angegriffen von einem Skelett. Nein, nicht getroffen. Nicht? Nein. Und das zweite greift Leta wieder an. Vorbei. Gut, dann versuche ich es mal mit einer Bud Spencer-mäßigen Ohrschelle mit der großen Hand. Oh, ich bin mal gespannt. Das ist nur 6. Ist getroffen. Es wäre normal getroffen, ja. Ja, gut, dann hast du das Skelett getroffen. Wirklich Schaden? Du kannst Schaden würfeln, ja? Das wären. Ja, dann davon die Hälfte. 4. Die Hand? Ja, hast du schon mal versucht, deine Hand aus, dann ist das vielleicht so, macht das vielleicht viel Klatsch, aber so richtig viel Schaden macht das nicht. Auch wenn diese Hand jetzt. Ich zeige euch das mal. Nein. Wir sind nicht beim Lab hier. Auf- oder abgerundet? Also 4 sind es dann. Minus 1, okay. Alles klar. Zack. Das Skelett lebt. So zu sein. Ich hau wieder erfolgreich. Das Skelett pariert nicht. 3, 7, 8, 4. 4. Und das ist der Moment, wo plötzlich, völlig unerwartet, von hinten Pelgor versucht, dir ein Schwert durch den Rücken zu stechen. Was? Ja. Der Gesichtsausdruck der Regie kannst du mal gerade. Treffer. Brat! Irgendwo meine zuckerfreie Kohle. Kann ich parieren? Nee, ich hab die so. Nee, ich hab nein, du kannst nicht parieren. Das ist ein Angriff von hinten. Aber. Dann gib. 8 Punkte. 8 Punkte. 4 Hit, mein Kettenhemd ab, da kommen immerhin noch 4 durch. Verrat! Jetzt sterbt endlich! Das haben wir jetzt davon, nicht alle NSCs umzubringen, die wir treffen. Ich hab's direkt gesagt. Warum, Pelgor? Ich heiße nicht Pelgor, ihr miesen Waschlappen. Das ist jetzt ein bisschen. Und dich stech ich ab und dich auch und dich erst recht. Ich will den Teppich. Wie heißt du denn wirklich? Niemals! So. Ich glaube, der Dolch ist auch verschwunden. Ich habe keinen Namen. Ich bin Gestaltwandler. So, also. Nein. Doch, sein Gesicht zerfließt auch so. I. In so eine formlose Masse. So. Nur für den Effekt. Du bist dran. Du wolltest Geräusche in meine Richtung. Mhm. Ich drehe mich um und mache den Gestaltwandler mal mit meinem Stahlbekanntschaft. 5, ich treffe. Der Gestaltwandler hat nicht pariert. Der Gestaltwandler bekommt mal geschmeidige 5 Punkte Schaden. Wow, da ging ja richtig was. Du Hund! Deine Haut werde ich mir auch noch nehmen. Kommt. So. Die willst du gar nicht. Du weißt, wo sie war. Ich nehme den Zwerg. Der hat sich, glaube ich, sogar gemacht. So, das Skelett greift. Ja, der hat keine Charisma. Und. Ach, diese Skelette sind noch schlechter als ihr. Das will was. Na gut, kann ich irgendwie noch die Waffe zweihändig führen? Ja, das geht schon. Das ist nur. Ja gut, die Waffe macht aber mehr und trifft immer noch. Ich habe nicht pariert. Das sind 8, also 4 Schaden. Plong. Blong, 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 blong. Dann liegen dann Haufen Knochen auf dem Boden. Ich wende mich empört Pelgor, Pseudo-Pelgor zu und ziehe ihm die Axt über den zerlaufenden Schädel. Erfolgreich. Oh. Der kann nicht mehr parieren, das hat er schon bei ihm versucht. 4, 8, 9. 9.
Oh, ich bin nützlich. Tu doch was, du nutzloses Skelett! Du mieser Verräter, du hast uns reingelegt, wir hatten Mitleid mit dir! Das ist jetzt werde ich nie wieder einen NSC retten. Das ist schade für jedes weitere folgende Abenteuer. Ich habe viele andere Leute zum Tode verurteilt. Ich treffe. Ich habe dich pariert. Nimm diese 9 Punkte Schaden. Oh Gott. Was hast du nun von deinem Verrat? Ich sehe so. Das Ganze irgendwie wie so ein Bügel. Das Skelett trifft nicht, natürlich nicht. Dann schlage ich noch wieder mit. Danke, dass du mein Skelett auch immer hast. Ja. Streff. Wir haben einen Lauf. Ja. Pariert. Bruchfaktor. Ist schon geschafft. Ich habe eine 12 gewürfelt. Für Bruchfaktor. Cent. Das Skelett hat kein verrostetes also Schwert mehr. Also Waffenschmied ist in Abiturien echt ein krisensicherer Job. Also, etwa so wie Totengräber. Ja. Und Totenausgräber. Ja, und Totenausgräber oder Skelett. Skelett ist ein Job. Das gehört hier was zum muss Job man dafür schreiben. Mitbringen? Also wenn er Zwerg ist, muss er auch Skelett. Viel. Wenn er nur Zwerg ist, muss er auch Skelett als Job. Okay. Ja. Pelgor dreht sich um und hechtet Richtung Südtür. Ich möchte einen Passierschlag gegen Pelgo ausführen, wenn er... Das gibt es nicht. Ich mache einen 5-Foot-Step hinterher und schlage ihm einen Gelegenheitsangriff in den Nacken. Eine Spielleiterwillkür, seit sie kommen. Kann aber der Blutspur... Na gut, du darfst einen Angriff machen. Ich verfehle. Natürlich tust du das. Also, was? Nichts. Gut. Haben wir noch ein Skelett? Ja. Euch wird das noch leid tun. Was haben wir denn da? So redet keiner mit mir. So, der Gestaltwandler ist geflohen. Er könnte jeder sein. Das heißt, die einzige Art, sicher zu sein, dass er ihn erwischt, ist, jeden umzubringen. Immer. Wir haben noch das Skelett. Ich töte mir zuerst den Zwerg. So, okay, du bist aber noch dran, Led. Ja, Tagesziel, Geschäftsleiter von Gewiss, ist beleidigen. Das war nur in Game. Haken 1. Ich treffe nicht. Keine Angst, er kommt wieder. So, du, Lubor. Daneben. Nein, natürlich. So. Das Skelett, das letzte verbliebene Skelett. Klonk. Das Unbewaffnete. Achso, das versucht zuzuhauen. Es hätte eh nicht getroffen. Also es haut einfach vorbei. Aber diese Klinge wäre auch so ins Leere gegangen. Das ist ein Phantomklinge. Ja. Trifft. Es hätte auch nicht pariert. Ja. 7 Schaden. Also halbiert. 4. Bonks. Gut gemacht. Hättest du ein Schild können, rein. Mir reinschnitzen, wie viele sind getötet worden? Am besten, jetzt halten wir jetzt auf. Genau. Dein Chat. Chat, das ist eine gute Idee. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr euch jetzt aufschreibt? Nubo hat das dringende Bedürfnis, sich vom Rest der Gruppe zu trennen. Er geht nur wie schnell in den Keller, was zu trinken holen. Wie wär's, wenn wir ein Passwort ausmachen. Banane. Ich hätte jetzt gesagt Schild. Wir machen so einen Satz, den der eine zuerst sagt und einen, den man darauf antworten muss. Und die Anrede ist, sag Freund, wo ist dein Schild? Banane. Und die Antwort ist Banane. Ich glaube, darauf wird niemand sonst kommen. Gibt es in Aventurien schon Bananen? Gab es im Kräutergarten Bananen? Nein. In Andergast gibt es keine Bananen. Nein. In Andergast gibt es keine Bananen. Nein. Ist das die Antwort? Sag Freunden, wo ist dein Schild? In Andergast gibt es keine Bananen. Überzogen-Bananen. Tatsächlich wird jede Banane irgendwie unter anderem auch Moha-Gurke dann genannt auf Aventurisch. So, ihr entscheidet euch aber jetzt noch weiter in dem Raum umzusehen. Ne? Also ihr wisst, wir haben hier... Ich stelle mir Kurzgeschichten vor, die so heißen. Und die Moha-Gurke. Bitte da ins Skriptorium stellen. Vielen Dank. Wir haben hier noch eine Tür. Ah. Doch. Ja, hatte ich ja vergessen. Die Leute warten überhaupt deine Tour hier abends.
Ja, das kommt mit noch. Den Laser-Lesern. Wenn wir mit dem Rest durch sind, spielen wir auch dieses Suturia-Abenteuer. Müssen Sie das mal schreiben? Ja, bis dahin hast du das wahrscheinlich geschafft. Mhm. Ja, weil ich dann in Rente bin. Ja. Wahrscheinlich bist du... Optimist. Wenn es dann eine Rente gibt. Rente. So, ihr seid in dem Raum und stellt fest, die Halterungen in den, Wänden stehen nur noch Speere und Hellebarden. In zwei kleinen Holzfässern Schwerter, Kriegsbeil und Keulen. Ihr seid in der Waffenkammer gelandet. Ach so, das ist eine gute Information von weg. In der Halterung an den Wänden sind nur noch... Ich habe Schluss gemacht an der sonst? Stelle mit den Skeletten. An den Wänden hängen reich verzierte Schilde. Aber es gibt keine Bananen. Einfache Holzschilde sind in der Nordostecke gestapelt. Und die Skelette sind mit Schwertern und Schilden bewaffnet. Also sie waren. Auf Vorrat. Wie viel passt denn in meinen Plünderbeutel? Nehmen wir auch mal so ein Ersatzschwert mit. Sind das nur Zierschilde oder kann man die tatsächlich benutzen? Das sind tatsächlich nur Zierschilde, die an den Wänden. Aber in der einen Ecke sind doch Holzschilde gestapelt. Ich hätte gerne ein Holzschild. Und dann nagelst du den Zierschild drauf. Na gut, du darfst eins mitnehmen. Nubor hat sein erstes persönliches Schild. Das stimmt nicht, das ist mein erstes, das dritte. Und der ritzt seinen Namen ein mit so einem Herzchen, Nubor, Schild, das gleich. Das haben tatsächlich römische Soldaten gemacht. Es gibt Schildhunde aus Dura Europost irgendwo in Kleinasien, wo die Leute hinten reingeschrieben haben und sozusagen, das ist meiner, Finger weg und... Sehr gut. Also, Nubor, du hast ein ganz persönliches Schild. Möchte noch irgendjemand von euch Waffen mitnehmen? Warte, ich schreibe ihn gerade noch mit Kuli auf meinen Charakterbogen. Den Schild? Das ist kein Problem. Das kann ich dir streichen. Das ist sehr optimistisch. Sehr gut. Ich nehme mir noch ein Zweitschwert mit. Ein Zweitschwert? Der Trend ich geht. Musste ja zweihändig führen, deswegen kann ich ja nicht beide benutzen. Du kannst keinen zweiten Schild mitnehmen. Schwert. Achso, Schwert. Okay, das geht. Ja, du kannst dir noch ein Schwert mitnehmen, das ist kein Problem. Ja, brauchst du noch eine Waffe? Der IKEA-Wassereimer ist so frisch, dass das Ticket drin noch... Nein, ich habe es nur nicht abgenommen. Hallo. Ja? Ich bin dein Schwert. Möchtest du noch eins? Also ich habe eine Axt und einen Dolch. Du weißt. Ja, nimm mein Schwert mit. Ja, ich nehme mein Schwert mit. Power Gamer. Aber ich habe nicht vor, es einzusetzen. Ja, das ist nur für alle Fälle. Weil die Axt zwar nicht besser, aber cooler ist. Ja, das stimmt. Nicht besser, aber. Sag einfach, cool. Es wäre ein Statussymbol schwert. So, ihr seid fertig mit dem Raum oder der Raum mit euch. Wo wollt ihr denn jetzt lang? Die kleine Tür. Was hast du gerade weggeworfen? Ja, damit uns der Rücken fällt. Achso, die Brotverpackung. Okay. Ja. Die Tür geht nicht auf. Scheint abgeschlossen. Was meinst du, ob der goldene Schlüssel noch funktioniert? Kannst probieren, aber ich glaube nicht, dass er zweimal passt. Vielleicht ist es ein magischer Schlüssel? Nein. Geht nicht rein. Nein. Möchtest du die Tür auftreten? Ich hatte auch noch ein Brecheisen. Oh Moment, ich bin stark, ich könnte die Tür auftreten. Aber der Zwerg ist noch stärker. Ich versuche mal die Tür aufzutreten. Mhm. So stark bin ich auch wieder nicht. Die Tür ist so stabil, dass du auch direkt einen Punkt Schaden nimmst, weil du den Fuß verschossst, weil die hat nicht mal einen Millimeter nachgegeben. Das ist meine Güte, wir brauchen stabilere Schuhe. Wir brauchen einen stabileren Zwerg. Das auch. Oh. Gibt es dich noch in einer anderen Version? So jünger und fitter vielleicht? Was war hier in diesem Alkoven? Noch nicht. Das ist diese Tür. Das ist nur diese Tür? Ja. Zumindest nicht den stärker. Da ist nur und diese der Tür. Der Gestaltwand da ist hier Richtung ist Westen rausgelaufen. Ja. Dann sollten wir da einfach den mal hinterher. Dann laufen wir den hinterher. Ja, wahrscheinlich führt das wieder nur zu einer anderen geheimen Tür. Wir sind jetzt besser ausgerüstet. Ja. Ihr geht diesen Gang entlang und irgendwo in der Ferne verhallen die schnellen Schritte von dem, der einst Pilger genannt wurde. Michael. So, ich zeichne das mal ganz flott ein. Und sonst? Ich werde schon. Ist das Muster Pelgor, Klon, Doppelgänger, Gestaltwandler? Er hat wenigstens, ist ziemlich langweilig, die ganze Zeit zu warten, nur dass wir ihn rauslassen und dann...
Das war dramaturgisch sehr geschickt von ihm, wenn auch, ich verstehe den Plan dahinter nicht ganz genau. Aber ich glaube, er ist ein Methodenschauspieler. Ach so. Ein Methodenschauspieler. Ja, es gibt ja diese Methode, sich sehr in den Charakter hineinzufühlen und zu leben wie der Charakter. Stimmt. Und ja, sogar sein Aussehen verändert. Darzustellen. Ja, das ist Hingabe. Oh, echte Hingabe. Das ist eigentlich tatsächlich ein ziemlich guter Vorteil für einen Schauspieler. Warum hat er sich nur die Blöße verschrieben, anstatt einfach Schauspieler zu werden? Wir können ihm das vielleicht vorschlagen. Vielleicht sagte er hat keine andere Wahl. Mitten in eurer Celebrity-Diskussion kommt ihr hier an diese Treppe, die so leicht nach unten führt. Oh, wir haben dass der so ein gefunden. Sanft kühler Hauch hervorkommt. Des Weiteren geht hier ein Weg nach links und da geht einer nach rechts. Wir gehen links lang. Ich hätte ja gesagt, wir gehen nach unten, aber... Nee, erstmal links. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Etage fertig. Du bist ein Kompetist, ich verstehe das. Ich will alle verlauft sich nicht, nur konnte noch die ganze Karte. Ja, wollt nicht erstmal feststellen, was da so weitergeht und so, damit ich aber die Karte zu Ende zeichnen kann? Okay, der guckt schon nicht. Gut, ihr geht links entlang und stellt fest, dass ich hier ein Gang bis... Was neu? Oh, fick die Hände. Wer hat sich denn das ausgedacht? Hörst du auf zu lachen? Ich weiß, was du die Katze hat genießt. Der Gang geht erstmal Richtung Süden und hat dann so einen kleinen Alkoven. Und leicht vor dem Alkoven geht ein weiterer Gang nach Osten ab. Entweder hat hier jemand echt schlecht geplant oder das ist eine nicht besonders gut versteckte Geheimtür. Möchtest du mal dran riechen? Ich guck mir nochmal die Wand genauer an. Ich habe einen Zwergentür sehr lieben benutzen. So wie es hier riecht? Könnte diese Ecke ab und an als Urinal benutzt sein. Das macht so viel Sinn. Gibt es unten einen Abfluss? Nein. Hier ist kein Eingang. Ja. Oh, wow. Moschus. Mhm. Oh, männlich. Könnte ein Ochs gewesen sein. Lass uns bitte weiter. Oh ja. Sehr gut. Wir lassen Nubo noch einen Moment hier. Der kommt dann später wieder zu uns. Ja. Musst du jetzt auch das Reich abstecken. Ja. Geht schon mal ohne mich. Ich habe wieder was zu erledigen. Und das war der Moment, als der Gestaltwandler mich abgedrosselt hat. Ja. So. Der Gang geht 4 Meter geradeaus, geht dann völlig unmotiviert erstmal wieder nach rechts. Ich glaube, das ist wirklich nur gemacht, um den Kartografen wahnsinnig zu machen. Also wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür, wie zum Beispiel eine härtere Ader im Grundgestein oder sowas. Die haben in einem Sumpf gebaut. Ich finde das immer noch, alles, was sie da getan haben, finde ich nach wie vor sehr eindrucksvoll. Stimmt. Vielleicht war da eine besonders sumpfige Stelle im Sumpf. Genau. Hier ist das Gestein zu Ende. Dahinter ist nur Sumpf, deswegen müssen wir es immer rumbauen. Hinter ist Sumpf. Wir müssen um den Sumpf herumbauen. Alles klar, Baby. Was denn, bei Dungeon Keeper konnte ich ja auch sehen, wo es da entsprechend weitergeht oder nicht. Und ich denke mal, Schloss Anderkasse ist ähnlich geplant. Und hier wieder kommt eine große Hand von oben. Juhu! Du bist der Dungeon Keeper. Ja, er kann ja hin und wieder Besitz ergreifen von seinen Kreaturen. Nimm das Händchen, nicht dich! Kaka! Dass dieser Mensch noch gute Spiele gemacht hat. Muss vermutlich ein sehr gutes Team haben. So! Ja, das ist meistens das Rätsel. Da erreicht ihr schließlich am Ende dieses völlig wild sich durch die Gegend schlängenden Gangs einen Raum. Und zwar einen seltsam geformten, sechseckigen Raum. Nein. Verdammt. Sieben. Das habe ich irgendwo verzeichnet. Also geht davon aus, er wäre siebeneckig. Wieso ist der siebeneckig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der hat 8 Ecken. Ja. Ja, auf dem Plan hat er wahrscheinlich 8 Ecken, weil 7 Ecken notorisch ätzend zu hoch. Der hat. Malen. Das sind 8 Ecken, oder? Das sind 8 Ecken. Und der hat Kacheln, Fußbodenkacheln mit 8 Ecken. Was? Alle. Moment. I call bullshit. Ihr seid ein Tempel von Belshammer Rod. Ein ungewöhnlicher, siebeneckiger Raum, der aussieht wie ein
achteckiger Raum. Das ist wie bei Octalus, wo sie die fünfläufigen Maschinengewehre haben, die eindeutig dreiläufig sind. Siebeneckiger Raum von 12 Metern Durchmesser, der von zwei Feuern erleuchtet wird. Die Feuer brennen in Steinschalen im Norden und Süden des Raumes. Genau zwischen ihnen ist ein 4 Meter großer Kreis in gelber Farbe auf den außergewöhnlich glatten, flaschengrünen Boden gemalt. Hier haben sie ein Linoleum. Im Kreis ist ein Drudenfuß eingezeichnet. An der Ende kommt und ein Dämon steht. An der nordöstlichen Wand steht ein großer Schreibtisch. An der südöstlichen ein Schreibtisch. Nein, ein Arbeitstisch. Nein, an der nordöstlichen steht ein großer Arbeitstisch. An der südöstlichen östlichen ein Schreibtisch. Was ist der Unterschied? Auf dem einen arbeitet man, auf dem anderen schreibt man. Der Raum ist 3 Meter hoch. Sein Eingang liegt im Südwestteil der Wand. Ist der Raum beleuchtet? Ja, mit Feuer. Mit was? Feuer. Feuerschalen. Norden, Süden. Nicht bis zu der Stelle, wo ich das ja gelesen habe. An den Wänden flackern im Licht der Feuer seltsame Schatten und Schemen. Dämonen und Ungeheuer scheinen sich zu formen und wieder aufzulösen. So ein bisschen so Tara und der Zauberkessel mäßig. Auf dem Schreibtisch steht eine reich verzierte Kassette. Daneben liegen ein dickes Buch und ein Gänsekiel mit Tintenfass. Der Schreibtisch war hier, der Arbeitstisch hier, ne? Ich glaube andersrum. Andersrum. Okay, der Arbeitstisch war hier und der Schreibtisch hier. Oder? Nein. Ich habe schon wieder gesagt. Ja. Nein. Du hast einfach nur die Reihenfolge geändert, aber auch die Reihenfolge der Dinge, auf die du zeigst. Sehr schön. Schreibtisch, Arbeitstisch. Mhm. Schreiben, arbeiten. Hat ja beides nichts miteinander zu tun. Nee, wie du weißt. Also auf dem Schreibtisch ist das Buch und die Kassette. Ich lese es nochmal vor, wenn ihr so schlecht aufpassen könnt. Auf dem Schreibtisch steht eine reich verzierte Kassette. Daneben liegen ein dickes Buch und ein Gänsekiel mit Tintenfass. Genau das, was ich doch ferner gesagt. Sind dort noch eine Kristallkugel und eine Pergamentrolle zu sehen. Der Arbeitstisch macht einen unaufgeräumten Eindruck, so als wäre er in großer Eile verlassen worden. Noch brodelt eine Flüssigkeit in einem Kolben und Tiegelchen und Deckelchen liegen verstreut herum. In einem Regal an der Wand, von dem wir bisher noch gar nichts gehört haben. Welche Wand? An der Wand darüber stehen viele kleine Glasfläschchen, die mit den unterschiedlichsten organischen und anorganischen Substanzen gefüllt sind. In der Nähe des Arbeitstisches herrscht ein eigentümlicher Geruch. Nachdem wir 3 Minuten hier drin sind, fällt mir auch der Fehler stinken. Ja. Hm. Diese alten Abenteuer haben mich zu einem längeren Absatz in Spielleiterwillkür inspiriert zum Thema, wie man Räume nicht beschreibt. Finde ich nachvollziehbar. Die Idee dahinter war wahrscheinlich, dass die Spielleiter genervt waren, dass sie anfingen mit in der Mitte des Raumes stehen Raorgs und die Spieler sofort unterbrochen haben. Angriff. Die greifen sie an. Aber ich muss nur noch beschreiben, wie die Wände aussehen. Weißt du, wie viel Mühe ich mir damit gegeben habe? So. Ja. Weißt du, wie viel Mühe ich mir gegeben habe, das alles zu recherchieren, wie genau so eine Wand verfugt sein kann? Das ist dein Fehler. Dann... So, also, was macht ihr denn so? Ich möchte eine genaue Beschreibung, was du tust, Nubo. Ich gehe zu dem Trenn dich von der Gruppe, gut. Was, wir stehen doch gemeinsam in dem Raum, oder? Wir stehen noch am Eingang des Raumes. Ich gehe und schnüffeln. Ich gehe hier rum und schaue mir mal das im Regal genauer an. Das im Regal. Das Regal ist offensichtlich ja geteilt in organisch und anorganische Chemie. Mhm. Ja, es gibt Steine und Pflanzen oder Feuer. Alles was okay. System also kann man die drei auf dem, teilen. Auf dem Schreibtisch, auf dem Arbeitstisch liegen, wie gesagt, alle möglichen Sachen rum. Der Kolben, in dem noch diese Flüssigkeit blubbert, der hört langsam auch auf. Noch blubbert noch ganz wenig. Und in diesem Regal stehen, wie gesagt, alle möglichen Sachen. Da sind so eingelegte Mulchaugen, Spinnenbeine, Froschschenkel. Und in der anorganischen Krähenschnäbel. Steine, irgendwelche Metalle, Späne. Staub. Dreck. Anorganischer Dreck. Ist das blubbernde Zeug, riecht das fälligerweise nach Parfüm? Du gehst da auch hin? Ich gehe zum Arbeitstisch. Aha. Ich glaube, er möchte auf dieses
Pentagramm in der Mitte des Raums anspielen. Ob du das durchschreitest. Das wäre ziemlich blöd, da durchzugehen. Machst du's? Nein. Okay, bin ich freiwillig durch. Schubst! Okay. Pelgo kommt an und schubst. Genau. Pelgo ist plötzlich da und ohne. Da ich feige bin, drücke ich mich eh an der Wand entlang. Du kommst rüber und stellst. Was wolltest du noch? Ich wollte mal gucken, ob das Zeug. Ja, also dieser strenge Geruch scheint von dem blubbernden Zeug zu kommen. Es riecht nicht wie Parfüm. Außer du bist ein Ork. Sollte man das zumachen, abdecken? Vielleicht explodiert es da noch ein Feuer oder sowas drunter oder ist es einfach raus und blubbert langsamer? Das hat inzwischen auch aufgehört. Gut. Ich gehe mal aus an der Wand entlang zu. Deine Hand ist auch wieder abgeschwollen. Juhu! Kannst du sehen, das nächste Gift ist. Ja. Ich guck mir den Edelstein nochmal an. Das funktioniert. Nein, das ist genau das, was die Chubas machen. Sie glauben, dass es passiert. Markus, kannst du die Flasche, die ich zu dir rübergerollt habe, aus Versehen in Richtung Regiekatze rollen? Einmal mit Profi. Ich gehe an der Wand entlang zu dem Schreibtisch, danke, um mir mal das Buch doch anzuschauen. Und das Pergament. Wo gehst du? Wie gehst du dahin? An ich der Wand den entlang. Den Du bist doch eh die Einzige, die lesen kann. Bin ich das? Nein, wir können alle lesen. Aber sie ist die Klügste von uns. Sie kann nur. Okay, du gehst zu dem Schreibtisch. Relax. Ja. Ruhe, die Sache ist ernst. Okay, was machst du eigentlich in der ganzen Zeit? Neben das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ja, aber du mischst dich die ganze Zeit ein da und kuschel mit deinem Relaxo. Ich drücke mich an der Wand entlang zu dem Schreibtisch und will anschauen, was auf dem Buch steht. Ah, okay. Du trittst an den Schreibtisch heran, als du gerade versuchst festzustellen, ob das Parfüm da drin vielleicht irgendwie doch nur eklige Blut ist. Oh, meine Hand ist wieder normal. Genau so. Oh, wo kommt die denn her? Und du dir inzwischen überlegst, na, hier ist ja nichts Besonderes. Molchaugen mag ich nicht, ich gehe mal darüber. Und in diesem Moment. Molchaugen sind schlecht geworden. Die schmecken gar nicht so lecker wie der Kaviar sonst. Das ist kein Kaviar. Vielleicht liegt es daran. Gut, als du an den Schreibtisch heranträgst, hörst du plötzlich so einen Klick. Und dann fahren plötzlich. Das ist vielleicht keine gute Idee, weil plötzlich fahren 12 Eisenstangen, angespitzte, aus dem Boden. Dann hechte ich nach unten. Du darfst mal eine Probe auf Geschicklichkeit plus 1 ablegen. Nein. 12 mal Schaden. Was? 9 Punkte Schaden. 9? Ich habe eine Lederrüstung. Ja, das hilft. Damit bin ich jetzt bei 17% Lebensenergie. Hatte die in dem Skelettkampf überhaupt Nein. Schaden genommen? Doch, ich hatte Schaden, ich habe Schaden genommen. Ich habe. Und ich glaube, du hast einen Punkt genommen, weil du versucht hast. 37% Lebensenergie. Ich bin bei 51. Ich hänge jetzt in den Speeren. Oh nein! Ich gebe panische Geräusche von mir. Ich laufe. Der eine Speer ist dir leider Gottes mehr oder weniger durch den Fuß gefahren. Aber keine Angst, er fährt danach auch direkt wieder zurück. Dann. Da hast du nochmal Glück gehabt. Schrei ich erst nur und dann hüpfe ich auf dem nicht ganz so verletzten Bein rückwärts und zeige panisch auf den Boden, wo das passiert ist. Nein, das versuchst du vielleicht, aber kurz bevor du dazu kommst, nämlich nachdem es gerade so fluch gemacht hat und diese Falle ausgelöst wurde, macht es und in diesem Pentagramm erscheinen zwei seltsame Gestalten, die aussehen, als hätten sie einen Mullbinden-Contest gewonnen und dieselbige komplett auf sich angewendet. Das ist Herr und Frau Mumie 1037 BF. Oh. 1037 ist noch in ferner Zukunft. Okay. Vielleicht ist es Zeitreisen-Mumie. So, oh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt zwei Mumien entdeckt. Das ist Zed Edison. Edison? Zed Edison. Die Mumie in der Zed. Ja.
Hört auf, meine Mitspieler zu verwirren, ja? Die sind so schon völlig fertig mit der Welt. Du hast mit dem stimmungsvollen Aussage die Leute, die einen Bandagen-Contest gewonnen haben. Mullbinden. Ein Mullbinden-Contest. Es gibt in diesem Club sehr viele seltsame Fetische. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich auch mal sagen, dass in einem direkt neben dem Arbeitstisch eine tödliche Falle reinzubringen, ich vielleicht gerade für zerstreute Magier für etwas gefährlich halte. Vielleicht ist der Ausdruck zerstreut jetzt in dem Fall viel zutreffender, als du dir das vorstellen kannst. Ich meine, hier im Büro haben wir auch keine tödlichen Fallen, von denen wir Leuten erzählen würden. Genau, keine von denen du weißt, Michael. Ja. Wenn sie tödlich sind, wird es auch nie jeder erfahren. Das Problem mit du kommst hier morgens rein, was riecht hier wieder so nach dem Urlaub? So, oh, da hat es wieder eine... Oh, Michael hat wieder versucht, zu seinem Arbeitsplatz zu gehen. Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, Mumien. Mumien. Ja. Sind Mumien besonders mutig? Das wirst du feststellen. Aber erstmal bist du dran. Ich bin's nicht. Okay, ich möchte eine von den Feuerschalen umkippen Richtung Mumie. Du möchtest die Umgebung nutzen? Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Das werden wir sehen. Ich kann da mal was. Ich kann da was zu kurz schreiben. Feuerschalen umkippen bringt rein gar nichts, kostet aber eine Aktion. Also du möchtest diese eine Feuerschale Richtung der... Das ist nur eine. Eine von zwei. Das ist ja da eine und ja. Da eine. Du möchtest eine dieser beiden Feuerschalen Richtung der Mumien auskippen. Also, es war eine Was möchtest du damit genau erreichen? Also ich habe gehört, dass Mumien... Die Gewinner von den Bandagen-Contests sind ja dafür bekannt, besonders trocken und brennbar zu sein. Ja. Deswegen darf man bei... Ich habe ja selbst schon mal einen Preisrichter bei einer. Oder ich habe zumindest zugeschaut. Nein, eigentlich habe ich von hinten gespinkst. Aber jedenfalls weiß ich, dass offenes Feuer auf diesen Veranstaltungen verboten ist. Und daher suggeriere ich einfach mal, dass sie schadensempfindlich sind gegenüber Feuer und Flammschalen. Deswegen will ich die umkippen. Mhm. Ja, aber was genau möchtest du, dass die dann einfach da liegen, so direkt vor der Schale? Möchtest du die über die kippen? Möchtest du die denen als Blockade vor die Füße kippen? Hast du überhaupt einen Plan? Ich wollte eigentlich nur einen Angriff machen. Aber klar, ich kann das Ding so umkippen, dass das in ihre Richtung fliegt. Soweit es geht möglich. Also ich würde sagen, das bei dir passendste, um das durchzuführen, ist garantiert Charisma. Ich wusste, dass du das sagst. Du überzeugst die Feuerschale. Das war so blöd. Das musste jetzt einfach wieder von Markus kommen. Boah. Also in deiner Funktion als Spielleiter, als Geschäftsführer bist du viel besser. Boah, Michael. Gut, weil du es bist. Würfel auf Körperkraft. Ich scheitere. Natürlich tust das du das. Das Kugelbecken ist dir zu schwer. Ja, doch, du schaffst es umzukippen, aber nicht mit der, sondern mit dem Schwung. Auf deine Kollegin. Aber so. Vor dir und noch so ein Meter weiter sind jetzt so glühende und noch... Ich habe eine Wand aus Feuer errichtet. Wir können fliehen. Die können da nicht durchstreiten. So, dann sind die Mumien. Ich sichere den Rückweg. Dich ignorieren sie. Du schreist noch so schön. Ah, deswegen ignorieren sie mich? Ja. Mumien mögen das nicht, wenn man laut ist. Ah. Die haben es gerne etwas leiser. So, die erste Mumie kommt auf dich zu, umgeht dabei diese brennenden Kohlen. Das ist eine von diesen Würgemumien. Sehr Boris Karloff von dir. Ja. Und muss dabei aber einen etwas größeren Umweg auf sich nehmen. Deswegen hat sie einen Abzug auf ihren Angriff in dieser Runde. Das hat sich also doch gelohnt, dass du das Kohlebecken umgeworfen hast. Erst gnädig. Ich bin viel zu nett. Und du weichst dieser etwas steifen Mumie auch ganz locker aus. Schmeiß dir mal deinen Rubin auf die Mumie. Mal gucken. Du hast auch Glück. Die auch an. Ja, du kannst dir die andere auch auf... Bleibst du weg! Du kannst sie auf Abstand halten. Was magst du tun, Bock? Ich stehe jetzt neben dem Chemikalienregal. Mhm. Da gibt es doch bestimmt auch Alkohol. Keinen, den du bisher festgestellt hättest, sagen wir es so. Du hast aber auch bisher dich darum nicht gekümmert. Du nutzt doch mal deine Zwergnase. Weihnachtspralinen von Olafs Mutter. Danke, Olafs Mutter. Ja, genau. Hast du die selber gemacht oder ja. Hast du gesagt, dann ist deine Mutter Konditorin oder so? Habe ich eigentlich erlaubt, dass du was isst, Michael? Nein, hast du schon mal was geleistet heute? Ja. Nein. Scheiße, ja. Ich nutze das Krummschwert gegen die Mumie. Ja. Wir wissen doch alle, dass ihr hier bei Justus den ganzen Tag mit euch dreht. Natürlich. Und zufällig fällt hier nun wieder mal ein Hund vom Baum. Das vergesse ich immer wieder. Die Mumie versucht zu parieren, befürchte ich. Schaffst es leider nicht. 7. 7 Punkte. Du willst eine Eise, machst 7 Schaden. Ich
bin stark. Du stellst leider dabei aber fest, dass... Ja. Dass in der Mumie auch ein Skelett steckt und deswegen auch nur halben Schaden kriegt. Ja. Nach der Logik müsste ich eigentlich auch nur halben Schaden bekommen, weil in mir ja auch ein Skelett drin ist. Nee, das ist jetzt gerade unerwartet. Und auch ein Sie bisschen. Heilt durch Krummschwerter. Wir sind immun gegen allen Schaden. Was? Vielleicht ist ihre einzige Schwäche ein Seitenteppich. Blöd. Dürfen wir erfahren, was wir glauben? Mumien sind sehr stark und verursachen mit bloßen Händen 1W6 plus 4 Schadenspunkte. Überwinden kann man sie nur mit magischen Waffen, Zaubersprüchen und Feuer. Die einzige magische Waffe, die wir noch haben in diesem Abenteuer, haben die Helden leider nicht gefunden. Also, ich hatte... Das ist jetzt ein Problem. Ich habe ja schon mal Feuer. Die Wand aus... Nein, was soll's, ich quäle euch noch ein bisschen. Also, schütt die grüne Flüssigkeit über sie. Du hast die Mumie getroffen und die Axt versenkt sich auch in ihr, auch wenn du das Gefühl hast, dass diese Bandagen bieten doch einiges an Widerstand. Da reißt die Axt wieder raus und es scheint die Mumie überhaupt keinen Meter zu beeindrucken. Ich nehme die klare Kristallkugel vom Schreibtisch und werfe sie nach der Mumie. Die sieht mir magisch aus. Schmeiß die andere Feuerschale um, damit tatsächlich eine Wand aus Feuer zu erschaffen. Wir brauchen den Alkohol! Zwerge. Nimm das gerade giftig aussehende Zeugs aus dem Gut. Reagenzglas. Okay, du nimmst die Kristallkugel und wirfst sie Richtung der Mumie. Ja. Dann würfel mal auf Geschicklichkeit mit einem Abzug von 2. Nein. Also die Kristallkugel an der Mumie vorbei. Landet neben der Mumie an der Wand und gibt dann so ein schönes von sich. Als sie dann Aber gute Absichten. Jetzt könnte ich immer noch behaupten, es hätte funktioniert. Du hast sie aber abgelenkt. Ja, toll. Nubor, die Idee mit dem Feuer war eigentlich schon ziemlich gut. Hast du das Gefühl? Mhm. Ein untrügliches Gefühl in deinem Inneren gibt dir den Eindruck, dass... Flieht, ihr Narren! Ich versuche, auf die andere Seite des Raums zu laufen und die andere Feuerschale umzuschmeißen, aber diesmal so nicht komplett durch den Raum, sondern Richtung Eingang, sodass da eine Feuerwand entsteht, die Mumien nicht über... wahrscheinlich aus Angst nicht überqueren werden, wir aber durchspringen können. Ist das so? Wenn... Hast da Fackeln. Ich habe Fackeln. Ja. Jetzt. Ich habe schon vorher gesagt. Ja. Ich habe ihn angekündigt quasi. Was? Fackeln. Was machst du jetzt? Ich schmeiße die andere Feuerschale um. Ich entzünde eine Fackel, ich stecke mein Schwert weg, entzünde eine Fackel in der noch verbliebenen stehenden Feuerschale und schwenke sie vor der Mumie hin und her, um meinen Kollegen die Möglichkeit zu geben, aus dem Raum zu fliehen. Das ist ja fast heroisch. Ich habe jetzt so ein Schild. Okay, die Idee mit der Fackel war gut, aber seit wann fliehen wir? Seitdem wir wissen, dass wir diese Monster nicht besiegen können. Quatsch. Also bin ich fast tot. Na und, das seid ihr alle, immer, andauernd. Also nein, ab dem Moment, bei über 50%. In dem Moment, wo ihr auf Abenteuer zieht, seid ihr faktisch schon so gut wie tot. Aber bei über 50%. Der Zweig ist zu Möchtest du sie nicht mal versuchen, genau. mit der Fackel zu hauen? Ich werde versuchen, sie mit der Fackel zu hauen und sie damit einzuschüchtern. Du hast einen Geistesblitz. Du denkst, es ist total intelligent, diese Mumie mit einer Fackel zu hauen. Ah! Versuch sie mal zu treffen erstmal. Eine 7, ich treffe. Sie pariert. Mit der Hand. Brennt sie? Tatsächlich pariert die Mumie den Fackelschlag. Und in dem Moment fressen sich sofort die Flammen über den Arm der Mumie. Das tut weh. Nee, doch gar nicht so sehr. Also es ist nur so ein kleines Feuerchen, was du da ausgelöst hast. Es ist gar nicht so schlimm, wie man glaubt. Aber es brennt. Und sie scheint es noch gar nicht zu bemerken. Geh weg. Vorbei. Also sie sind relativ langsam, man kann ihnen halbwegs gut ausweichen. Jetzt hat sie dich. Ich pariere. Na dann.
Meisterlich. Gibt's nicht bei Parade. Bruchfaktor. Kann die Mumie zerbrechen? Nein. Obwohl, Exi konnte auch zerbrechen. Ja, Exi hat Waffen zerbrochen. Auch meine Waffe. Geht. Die Waffe hält? Sehr gut. Also du wehrst den Schlag ab und das ist auch gut so. Und weil die hat schon ganz schön Wumms hinter dem Schlag gehabt. Ja, wie so ein Schwert. Gibst dir vor wie eine Stimmgabel. Dann lege ich das Schwert auch weg, dann auch an die Fackel, zünde sie in den Kohlen an und hiebe nach. Hiebe nach? Ja, hiebe nach der Mumie. Du hiebst nach der Mumie. Meilenweit vorbei. Du schwenkst deine Fackel, willst du sagen. So als Fluglotse. Mit ausreichend Sicherheitsabstand zu der Stelle, wo die Speere aus dem Boden kamen, angel ich mir die Metallkassette, klemme sie mir unter den Arm und halte auf den Ausgang zu danach. Wir versuchen, die Mumie in die Falle zu schubsen. Oh, gute Idee. Ja, aber das macht ja keinen Schaden. Das stimmt. Vielleicht ist es so eine magische Eisenstäbe. Haha, was eine Idee. So, also du angelst dir diese Kassette und hast sie. Mhm. Okay, fantastisch. Nubor. Ich fackel nicht lange und stech sie ab. Nicht abgewehrt. Ich habe auch nicht getroffen. Mit 10 triffst du nicht? Ich brauche eine 9. Oh Mann. Sie hätte aber nicht pariert. Gut. Die Mumie. Ihres Zeichen trifft nicht. Der schon wieder kommt. Ja, und wieder. Und nochmal. Und nochmal. Vorbei. Mumien sind schlecht. Die sind etwa so schlecht wie Skelette. Die fehlen mir oft auch. Meisterlicher Treffer mit der Fackel. Nein. Doch. Wow. Dann, Das macht so eine Fackel an Schaden. Davon hast du. Respekt, ist gut. Das ist richtig um alles. Also du hältst dir die Fackel so an den Bauch. Plötzlich machst du so. Und die Mumie steht wirklich so Oberkörper in Flammen. Weg. Die treibt dich immer weiter in die Ecke. Stellt dann fest, dass Nubor unbeteiligt da neben ihr steht und dreht sich zu ihm. Macht jetzt extra Schaden, weil sie brennt? Nein. Aber nichtsdestotrotz darfst du tatsächlich noch agieren. Möchtest du weiter mit der Schatulle wegrennen? Ja, und dabei sie aufmachen und reinschauen, ob da vielleicht was Nützliches drin ist. Wie ein magischer Dolch. Okay, du rennst bis hier an die Ecke, ja. Machst sie auf, stellst fest, dass sie komplett leer ist. Sie ist voller Skorpione! Dann drehe ich mich um, werf sie über die Schulter und sie überlagst. Scheiße. Okay, naja, das stimmt, aber tatsächlich musste ich mir das ausdenken, weil es steht überhaupt nichts über die Gegenstände auf dem Schreibtisch hier in der Beschreibung. Hast du dir ja schön ausgedacht. Habe ich gut gemacht, ne? War total kreativ. Habe ich mir nichts ausgedacht. Ich bin völlig überrascht. Ich dachte, ich mache das, was ich von dem Abenteuer erwarten würde, was es tut. Insofern war das nicht unpassend. Gut, damit ist Nubor wieder dran. Da die brennend abgelenkt sind, entschwinde ich der Halle und folge unserer mutigen Anführerin. Die kommt gerade wieder zurück. Ja, und teilt dich mit der Axt. Okay, also die beiden Mumien fackeln da inzwischen vor sich hin. Er hat sich aus den Augen verloren, das heißt, als erstes schreit ich, Freund, wo ist dein Schild? Was? Ah, du bist da geschnitten, Mann. Okay, du greifst also Nubor an. Ne? Dann würfel mal auf Attacke. So step up. Ich verfehle es nicht. In Anarkes gibt es keine Bananen. Ich verfehle dich. Das waren meine letzten Worte. Okay, fein. Gut, also ihr zwei knüppelt euch da ein bisschen. Du bist inzwischen allein mit diesen beiden Mumien. Du kommst da auch gerade nicht raus, weil die treiben dich in die Ecke und fackeln dabei, aber beide brennen schön vor sich hin. Das knistert dabei auch manchmal so schön. Manchmal gibt es so nette kleine Verpuffungen, so pöff, pöff, wenn da irgendwie Teile von der Mumie abplatzen. Die wirken, das liegt auch so ein nett harziger Geruch inzwischen in der Luft. Ich habe gehört, Mumie ist Brennstoff. Die Viktorianer haben das hin und wieder ausprobiert. Wow. Aber du weichst denen aus, aber du kommst auch selbst nicht weg. Weil sie ja, die nichts gemacht. Brennen da. Munter vor sich hin. Mit den Fackeln sie irgendwie versucht, also, auf die Beine aus dem Lauf. Bitte was? Kann ich nicht versuchen, die Beine irgendwie nochmal zu treffen, dass die
Damit sie hinkriegen. Aber du kannst mal versuchen. Also, könntest du dich umdrehen und auch so machen. völlig verwirrt. Nee. Ja, ich versuche es und scheitere kläglich. Kläglich. Sehr gut. Das ist ja auch, ich meine, das noch tiefer ziehen ist echt schwierig. So, nachdem ihr festgestellt habt, dass er nicht der Gestaltwandler ist. Haben wir das? Nein. Nein, okay, ich dachte, du hättest das inzwischen schon gesagt. Nein, ah, nein, das gibt's keine Bananen. So. Entschuldigung, Lumo! Zum Glück habe ich dich verfehlt. Zum Glück sind wir alle unfähig. Stell dir vor, wir wären 5 Stufen weiter. Wenn ihr das geklärt habt, könnt ihr mir mal helfen. Freund, wo ist dein Schild? Anderes gibt's da, wo die Bananen sind. Das ist falsch. Ich lasse das ausgehen. Ich versuche, eine der Mumien hinter meinem Schild zu bullrushen und zwar in den Arbeitstisch mit den Chemikalien. Das heißt, in Avedurien Bullenschubsen. Keine englischen. Das heißt Bullenschubsen. Würfel bitte mal mit diesem Würfel. Wenn du eine 1 bis 10 würfelst, überquerst du dabei leider Gottes 17. Glück gehabt. Du bist knapp an dem Pentagramm am Boden vorbeigerannt. Als du die Mumie bullrushst. Bullschubsen. Bullschubsen, ja, Walschubsen. So, also dann bitte würfelst jetzt auf Angriff. Eine 12 daneben. Wunderbar. Bam! Du rennst in der Mumie. Lubor, die Wand und sein Schild. Das Schild... Danke, das geht nicht kaputt. Danke. Schilde sind genau sowas gebaut. Zerbricht leider dabei. Nein, natürlich zerbricht das nicht. Das Schild zerbricht. Nein, das Schild zerbricht das nicht. Das Schild, Schild. Das Schild auch. Das war nicht so verkehrt. Schild. Also, der Schild zerbricht dabei leider. Es tut mir total leid. Also die Würfel haben das entschieden. Ich kann da gar nichts für. Und. Ich hab's aber immerhin hat's. Mit Kuli. Da kann ich aber nichts für. Aber immerhin hat dein Schild dabei verhindert, dass du Schaden nimmst durch diese Aktion. Ich bin so glücklich. Das freut mich. Ich könnte schreien, so glücklich. Die Mumien und du. Sie ignorieren Lubor völlig, weil der augenscheinlich versucht, die Wand einzurennen. Die Mumie. Wobei? Vorbei. Glück gehabt. Lita. Dann. Achso, ja. Yes, jetzt Fackel mit Bein. Das würde treffen. Nicht pariert. Ich habe andere Sachen gewürfelt. Ich kann einfach mal so würfeln. Guck so. Achso, okay, gut. So, ich will auch nochmal. So. Wenn du magst. Ist nur völlig sinnlos. Achso, okay, gut. Leta. Ich würde gerne so was Ähnliches wie er machen, nur erfolgreicher. Oh, ja. Mit Axt voraus, das ist eine gute Idee. Rückwärts möglichst in die Kohlen stoßen oder sowas. Okay. Vom Zwerg. Den brauchen wir noch. Dann, ich nehme ich fallen. Dann würfel mal. Du hast ja nicht so hart angesagt, aber trotzdem würfel mal 1 bis 5 und du hast das Pentagramm erwischt. 13. Okay, Glück gehabt. So. Glück gehabt mit der 13. Kadisch. So, und jetzt aber Angriff. 8 getroffen. Okay, also du... Er schafft es, die Mumie so ein bisschen wegzuschubsen, aber nicht so sehr, wie du dir das gewünscht hättest. Also sie taumelt so einen Schritt nach hinten. Aber als sie dabei auf ein glühendes Stück Kohle tritt, gibt es so ein... Sehen Sie, es ist kein Heuler und auch kein Seehund. Aber als sie auf dieses Stück Kohle tritt, gibt es so ein richtig fieses, zischendes Geräusch. So. Und das Bein fängt dann auch an zu brennen. Nubo. Mache ich extra Schaden in mit der das Fackel. Das ist Klorolle. Ich benutze keine Klopapier. Mache ich extra das will ich gar nicht wissen, Michael. Das glaube ich dir, aber ich wollte es nicht wissen. Warum sagst du sowas? Das war eine unnötige und widerliche Information. Das war gar nicht an dich gerichtet. Ich meinte Nubo. Wie so. Machst du das denn sonst? Das werden wir nicht jetzt. Das werden wir. Die drei Muscheln. Das sind drei Muscheln. Ja, mache ich mehr Schaden, wenn ich die Fackel beidhändig führe? Nein. Ich habe jetzt wieder beide frei. Das stimmt. Das ist ein Versuch wert. Mach einfach. Nein, es hat keinerlei Wirkung. Ich merke es. Du machst das, was du am besten kannst. Du wedelst mit der Fackel. Wenigstens kann ich das. Das ist nicht deine stärkste Fähigkeit, Flaschen zu rollen, oder? Nein. Darauf hätte er einen höheren Talentwert nehmen sollen. Flaschen rollen. So, vorbei.
Das ist DSA 4.1. Die Mumie. Die Mumie. Verfehlt. Hat dich gepackt. Nein! Außer, warum hast du die Flasche? Aber warum schmeißt ihr sie nicht einfach mehr durch den Raum? Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, ist auch nicht höher. Ich pariere mich. Nein! 9 Punkte Schaden. Fuck! Aua! Wir haben doch nicht mehr erfahren, dass du eigentlich Bocklaber scheiße. Ich überlebe es doch. Hm? Ja, so 7. Ich habe die ganze Zeit vergessen mitzuschreiben. Verdammt! Ich gebe mir gleich mal den Stift. Oh mein Gott, hoffentlich hat das irgendjemand dokumentiert. Ist nicht deine. Was? So. Also, die Mumie hat dich richtig schön im Würgen gegriffen. Fackel dabei weiterhin. Gut, dass wir einen kalten Hals haben. Ja, danach schon. So. Leta. Kann ich nicht. Oder nee, doch, Nubor darf noch. Gut, dann. Was? Das ist nicht Nubor. Ach, das ist ja nicht Nubor. Ich bin Nubor. Du nicht. Bock. Wenn sie mich ganz lieb am Hals umarmt, ja. Ich sie weiter mit dem Weil trittieren und würde treffen. Okay, du brügelst mit der Fackel weiter auf sie ein. Und das hat dann. Brennflächen. Das hat dann schließlich auch zum Effekt, dass sie irgendwann von dir ablässt und so als vor sich hin glühendes, brennendes Stück auf dem Boden liegt. Nur noch die Hände, die so rausragen. Okay. Leta, du hast ja inzwischen die Pergamentrolle, den Gänsekind, das Tintenfass genommen ja. Und schreibst einen Brief. Ja. Hiermit kündige ich. Aber ja. Vielleicht sollten wir Tod draufschreiben und die dem Mumie in den Mund stecken. Tod, das ist kein Golem. Ja, aber... Ich versuche nochmal so also wieder mit der Axt zu hauen, um sie zu treiben. 1. Wow. Du schubst sie so dahin, dass sie tatsächlich über ihre eigenen Füße fällt und dabei... in die Kohlen stürzt. Die ich da hingeschmeißen habe, ja. Den du da hingeschmeißt hast, ich, ja. Ich schmeiß den Kohlen, Mumie kaputt. Ich großer Held. Ich hätte groß. So, alles klar. Die Mumie liegt da, fackelt ab, wild in alle Richtungen, aber im Gegensatz zu ihrem inzwischen schon zu einem Stück Brikett verarbeiteten Kumpan, erhebt sie sich wieder und stürzt sich auf. Halt. Ich bin vor ihr dran. Du hast doch gerade agiert. Nein, sie war als letztes dran. Stimmt, wie kam ich auf die Idee gekommen, dass du das geschafft hättest? Weil er die Kohlen dahin geschmeißt hat. Ach, stimmt. Ich treffe. Nein. Doch. Neuwürfel. Nein. Du durchbrichst die Realität, Michael. Na gut. Also, die Mumie ist dabei, sich aufzustehen. Zum Glück arbeitest du nicht im Verlag. Zum Glück hast du nichts, was mit Sprache zu tun hat. Gar nichts, nie. Und du stürzt auf sie zu und haust mit der Fackel drauf. Und sie bringt ihren Arm dazwischen und schafft es tatsächlich so zu parieren, dass deine Fackel in der Mitte durchbricht und dieser brennende Kopf. Nee, ich habe es so gut pariert, die ist kaputt. Haben wir einen Einblender für Meisterwilke? Nein, wir haben nur Rollenspiel, Twist und Bruchfaktor. Twist? Twist. Habe ich eben improvisiert, als der Scheißanlauf. So. Und dann erhebt sich die Mumie. Ja, soll sie. Geh weg. Weg. Vorbei. Sie stolpert an dir vorbei, fällt hin. Man kann sein, dass dein Halskettchen, ich will diesen dramatischen Moment nicht stören, aber man kann sein, dass dein Halskettchen massiv geht. Ja. Also die Mumie steht da, zieht sich. Ihren Modeschmuck auf. Genau. Das ist sogar ein Ankh, ne? Also so richtig. Ernsthaft, das ist wirklich Ankh? Okay. Ja, Markus ist so Gott, weißt du. Boah, Michael. Besser. Ja, was war das gerade? Ich habe nicht Ankh, sondern Moon genannt. Dafür hat er zu viel an. Ja, jetzt oder weniger. Ich habe Sailor Moon. Könnt ihr zwei aufhören damit? Ich habe Sailor Moon verstanden, wenn es dir irgendwie. Ja, genau, das habe ich auch verstanden. Mit dem Rest kann ich leben. Aber Sailor Moon lasse ich mich hier nicht von unserer Regiekatze nennen. Es muss Grenzen geben. Die ist ja auch die uncoolste von denen, wenn dann solltest du eine andere Sailor Kriegerin. Die Regiekatze ist die uncoolste von denen. Was?
Okay. Wenn Markus ein Sailor-Kostüm tragen sollte, welcher kann ich Jupiter. Der Chat darf entscheiden, welchen. Ihr haltet jetzt allesamt die Klappe durch die Backdeck. Ich auch. Obwohl, wenn du hier derjenige bist, der alle nach deiner Pfeife tanzen lässt und vielleicht ein bisschen böse, bist du möglicherweise Sailor Galaxia. Und hier mit der Tat sehe sich als jemand, der mir jetzt 12 Jahren Anime geguckt hat. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Wir haben fesches pseudogriechisches goldenes Kostüm an. Glaube ich. Ich würde gerne die Ruhe zum Thema du in den Charakter reinversetzen und in diesem Fetischclub hier mitmachen, bist du gerade ganz vorne dabei, muss ich sagen. Ja. Also die Mumie ist zusammengebrochen, hat sich noch ihren Modeschmuck vom Hals gerissen und dann ist dann verbrannt. Von wegen Mumien und sinnlose Beiträge zu diesem Ganzen hätte ich noch den, dass man bei Google nach ganz anderen Dingen überraschend feststellen kann, dass sich einwickeln zu lassen tatsächlich ein Fetisch ist. Wieder irgendwas Spezielles? Folie meistens hauptsächlich. Habt ihr das recherchiert, bevor wir heute wieder angefangen haben? Oder ist das unnützes Wissen für 200? Das ist unnützes Wissen aus dem Internet, mit dem man nicht gerechnet hatte für 200, ja. Keine Ahnung, wie bekannt der ist, aber... Sehr gut. Okay, also, Nubor lässt sich, während ihr den Raum weiter untersucht, in Rinderbuladen. Nein, das tue ich nicht. So, nochmal. Ihr seid in diesem Raum. Um euch herum brennen die Reste von zwei Mumien vor sich hin. Gut. Dann Uranus lebt jemand. Nein. Das steht da. Das ist im Internet. Das ist im Internet, das muss wahr sein. Ich hab so gemacht. Das war einer von den beiden Lesbischen, ne? Ja. Das weiß ich nicht. What the fuck? Du hast die Serie mehr gesehen als ich. Ja, die Katzen. Die eine heißt Luna und die andere Artemis, glaube ich. Das sagt der Chat auch. Nicht schlecht. Ich war 12. Es lief jeden Tag. Natürlich habe ich es geschafft. Ich war jung, ich brauchte das Geld. Das sind alles Erklärungen, die wir nicht haben wollen. Dass Michael kein Toilettenpapier benutzt, war genauso eine Information, die ich nicht gebraucht habe. Mal angenommen, wir wären in diesem Raum mit diesem Pentagramm auf dem Boden und dem Schreibtisch in der einen Ecke und dem Arbeitstisch in der anderen Ecke. Um euch herum sind verbrennende Mumien. Verdammt nochmal, was würdet ihr dann tun? Ich nehme mir das Pergament und die Federkino und schreibe mir auf, was passiert ist, sonst vergesse ich's. Ich würde mal ins Buch gucken. Sollen wir jetzt nicht noch auf das Pentagramm steigen? Ich will jetzt sehen, was passiert. Nein. Nein. Was für ein Buch? Da stand noch ein Buch. Da lag ein magisches Buch. Da lag kein magisches Kassette, Buch. Kassette, Buch, Buch, Krug, Pergament. Ja. Ja. Ist das ja. Ich, der böse Magier, dessen Namen mir gerade nicht einfällt? Das Buch ist Murgol. Leer. Was? Das hast du dir gerade ausgedacht, ne? Ja. Oh, es ist ein Diarium. Ein neues. Das Markenzeichen, wer sich was ausdenkt. Das ist nichts drin. Da ist das Buch, was du gefunden hast. Das ist ein Impressum. Es ist ein Gutschein drin für, ja, für PDF des Buches. Ja, für das PDF. Darf man das? Nein. Nicht mehr. Es geht schon, das ist kompliziert. Ja, das ist so, das ist wirklich gemacht? Nein, es ist nur das Impressum. Weil das ein Kunstlederbuch ist, muss halt ein bisschen drum drauf. Ja, gut. Ich fand die Idee aber auch schön. Dass man das halt auch für das PDF des... Das gibt mir damit 10 Meter weit das LAN-Kabel an. Ich hatte wirklich mal ein LAN-Kabel, aber das ist eine andere. Also ein WLAN-Kabel. Ja. Ja. Ich verlasse den Raum ohne auf den Ja, ich schmeiße es in die zweite Feuerschale. Ja, wo... Wie... Frustriert. Weißt du, wie teuer Pergament ist? Möchtest du einfach nur wieder rausgehen? Das, ja, das ohne auf das Pendelchen ranzutreten. Okay, geschafft. Nein, von den Schafen. Läufst du weg. Auf die anderen. Lass sie mir nachkommen. Nubor steht da. Winkt. Das sind noch keine Heiltränke oder irgendwas. Ich gehe jetzt schon mal zur Waffenkammer. Nein, ich lasse die anderen nicht allein. Ich bleibe immer in Sichtweite. Ich gehe nicht alleine zur Waffenkammer zurück, um mir einen weiteren Schild zu holen. Dann haben wir hier alles durchsucht, glaube ich. Ist noch was, irgendwie Schubladen in dem Tisch drin oder so? Du schnüffelst. Geheimtür am Osten. So langweilig ist es jetzt auch nicht. Doch.
Hier könnte noch was sein. Such, kleiner Zwerg. Such. Ja. Ja. Was du riechst, ist A. Mumienbriketts. Das überlagert das. Verdient haben sie es. Und Geheimgang gemacht. Mhm. Geheimgang gemacht. Ich öffne vorsichtig den Geheimgang. Der öffnet sich nicht. Das ist nicht sehr hilfreich. Ich weiß aber genau, wo der Öffnungsmechanismus ist. Kann man den auch erschnüffeln? Nein. Ich gucke mir dann nochmal... Aber wir machen das jetzt ganz klassisch, so wie man das früher beim Rollenspielen gemacht hat. Ihr dürft ihn suchen. Das heißt, wir würfeln? Nein. Also ein Pergament ist er schon mal nicht. Daneben steht noch eine Feuerschale. Ein Schädel, wo man reinhalten könnte. Wir spielen das jetzt so ein bisschen wie bei Galgenmännchen. Ihr dürft verschiedene Stellen sagen. Das ist relativ schwierig. Kann ich mir Tooltips anzeigen lassen, damit ich zumindest weiß, wo auf der Karte interaktive Gegenstände sind? Nein. Geh doch mal an irgendwas im Regal. Ich gehe mal zu den anorganischen Materialien und... Bewegst die Gläser? Nein. Da steht in der Nähe noch eine Feuerschale. Die sind beide umgekippt, ja. Und da... Stand die auf dem Podest oder sowas? Vielleicht muss man aufs Pentagramm treten. Bitte. Bist du sicher? Ich gucke mir mal den Schreibtisch an, ob da noch irgendwas ist. Ist das einfach nur so ein... Gibt es da so einen Schalter drunter? Schubladen oder sowas? Unter dem Schreibtisch? Du fasst unter den Schreibtisch und stellst fest, nein, aber die Schubladen, die da dran sind, sind nur von vorne. Da sind gar keine Schubladen dran. Die sind aufgemalt. Mhm. Also sind nur Blenden. Sind nur Blenden. So, okay. Moment, hast du dir gerade eine Füllung für die Schubladen ausdenken müssen und entschieden, dass sie sehr nichts enthalten? Die enthalten jetzt Holz. Also nicht mal mehr Schubladen? Hm. In meinem Kopf war das irgendwie flüssiger. Dann ist nur noch das Regal und der Arbeitstisch. Mhm. Ich bin am Arbeitstisch an. Was machst du denn an dem Arbeitstisch? Gibt es da irgendwas, was man anstellen kann? Nee, das ist nicht so. Brenner oder irgendwas? Nein. Gibt es da Schubladen? Oder ja. Irgendwas? Dann öffne ich die. Da ist mehr Krimskrams drin, so wie das, was auch oben drauf liegt. So Schalen, Mörser, Krams. Nein. Womit wurde die blubbernde Flüssigkeit erhitzt? Wurde die überhaupt erhitzt oder? Das ist eine gute Frage, aber du findest nichts. Ich ziehe meine Gläsern der organischen Materialien im Schrank. Nein. Dann weiß ich auch nicht weiter. Hast du schon unter dem Arbeitstisch geschaut? Nein. Vielleicht müssen wir unter dem Arbeitstisch. Ihr habt einen Kipphebel gefunden! Oh Gott. Ich habe unter den falschen Tisch geguckt. Wie von Zauberhand öffnet sich die Geheimtür. Ich wollte gerade irgendwas eintreten. Du kannst ja ins Pentagramm eintreten. Der Chat plant gerade Geld zusammenzulegen, um dir einen Sailor Moon zu machen. Ich weiß nicht, ob es das in seiner Größe... Garantiert gibt es das in seiner Größe. Oh ja. Es gibt es also, in seiner Größe. Richtiges Cosplay ist nur, wenn Männer über 40 Sailor Moon Cosplay machen. Ja? Das ist der wahre Gedanke hinter Cosplay. Ich habe mal eine Musikgruppe gesehen, die das gemacht hat. Es gibt einen japanischen Metal-Künstler, der sich Lady Baby? Lady Beard nennt. Lady Beard, genau. Das ist ein Typ. Ja, ja, ich weiß. Der aber in so... Der ist eigentlich ein australischer Wrestler. Ja, ich weiß. Da ist ein 3 Meter langer Gang, der an einem leicht wallenden Vorhang endet. Den kannst du wieder eintreten. Ich trete den Vorhang ein. Das ist immer völlig blöde, weil da verheddert man sich drin, fliegt auf die Fresse. Willst du das wirklich tun? Wir könnten erstmal zurückgehen und uns neue Schilde holen. Uns! Wir gehen jetzt hier weiter. Und dann Nachschilde. Okay.
Ich hätte mir noch ein Ersatzschild. Vielleicht sind da ja wertvolle Sachen und Heiltränke. Vielleicht sind Metallschilde drin. Reta ist schwer verletzt. Mhm. Ich gehe vor. Ich reiße den Vorhang dynamisch zur Seite. Das machst du toll. Das weißt du gar nicht. Doch, ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie du es tust. So wie er hier auch immer mit der Tür umgeht. Mhm. Ich kann geheime Gänge riechen, er kann Vorhänge wegziehen. Ich kann nichts. Du schreibst. Da sind sie, da sind übrigens, bevor ich es vergesse, Nobo hatte zwischendurch für ein paar Minuten einen Schild. Sehr gut. Ein 3 Meter langer Gang mündet in einen kleineren Raum, der durch einen Vorhang abgetrennt wird. In einen kleinen Raum als was? Den Gang? Ein kleiner, nicht kleinerer, oder? Einen kleineren. Generell ein kleinerer Raum halt, kein größerer Raum, ein kleinerer Raum. Was er sagt, hört auf die Regiekatze. Oder kleiner als der letzte. Der Raum misst von Norden nach Süden 8 Meter und von Westen nach Osten 4 Meter. Im Nordosten ist eine 2x4 Meter große Ausbuchtung. Der Raum ist 2,5 Meter hoch und durch Lampen an den Wänden gut beleuchtet. Der Eingang mit dem Vorhang liegt in der Westwand und es gibt eine Tür im südlichsten Teil der Ostwand. Dieser Raum ist gut möbliert. An der Westwand nördlich des Vorhangs, kann das jemand mal wegrutschen? Ich muss doch mal kurz messen, bevor ich mir das genau an. An der Westwand nördlich des Vorhangs steht ein schwerer Schreibtisch und davor ein großer Holzstuhl mit kunstvoll geschnitzter Lehne. Direkt neben dem Stuhl ragt ein Hebel aus der Nordwand. In der Ausbuchtung im Nordosten steht eine breite Kommode, über der ein ovaler, reich verzierter Spiegel an der Wand hängt. Der Spiegel ist aus schwarzem Glas und zeigt den Knüppeldamm durch den Sumpf aus der Vogelperspektive. Vor der südlichen Westwand steht ein Schrank. Das ist was wie Strategieansicht, um da ihr Sumpfbestie dann zu steuern. Haben die Helden die beiden Mumien schon im Raum 34 überwunden, steht hier ein schwarz gekleideter Mann vor dem Spiegel. Er ist ein stattlicher Gestalt. Oho! Welch stattlicher Magier hier plötzlich aufgetaucht. Er ist gerade eben begeistert an der Urinecke geschnüffelt. Oh, diese Schultern, das ist eine gute Muskeldefinition. Er ist von stattlicher Gestalt, hat langes schwarzes Haar, einen Spitzbart und lange Fingernägel. Sein Umhang wird von einem seltsamen goldenen Gürtel zusammengehalten. Von einem seltsamen goldenen Gürtel? Im Gegensatz zu einem normalen goldenen Gürtel. Seltsam Gold ist so eine ungewöhnliche Legierung. Das ist sowas wie dieser Dolch aus Katzengold. Ja, die fasst sich halt irgendwie verstörend an. Seltsam Gold. Das ist aus dem Numenera entkommen, weißt du? Sekunde. Kurz. Time. Stop. Ja. Time freeze. Ich dachte, wenn du mit der Rap nur am Strand rum. Musst du die Augen zumachen und so. Der Film war nicht so. Wieder bei den Nominara-Filmen, ja? Ich musste sehr lachen. 35.000 Euro. Da kann man schon mal ein paar Minuten am Strand rumhängen. Das Skript für den Auftext ist von Monika Weber. Statt immer spannend. Aber es ist, lass uns doch mal einen Film machen, ohne Kulissen, mit einer Person. Mit einem Kostüm, ohne Dialoge. Ohne Dialoge. Aufnehmen. Und davon Crowdfunding. Keine Beleuchtung nötig. So, also. Sehr authentisch. Ihr kommt in den Raum rein. Und dieser stattliche Mann dreht sich zu euch um, während sein Umhang natürlich so hinter ihm herflattert. Und das Erste, was er macht, ist, er steht auf. Wow. Zieht seinen Gürtel und schmeißt ihn vor die Butter. Wow, was geht hier los? Wow. Das habe ich nicht gebucht. Wow. Das passt sogar hier echt rein. Und in dem Moment, wo ihr euch angewidert euch wegdreht, fängt er schallt an zu lachen und rennt weg. Und macht was und rennt? Rennt weg. Wow, die Fetische hier werden immer seltsamer. Ich glaube, der war hier zu lange unten alleine. Er rennt hier durch diese Tür. Aber erst in diesem Moment bemerkt ihr, dass er nicht einfach nur seinen Gürtel vor die Füße geworfen hat, sondern dieser Gürtel bestand aus mehreren ineinander verhakten Skorpionen, die sich plötzlich voneinander lösen und so goldene kleine Skorpione, die so auf euch zurennen.
Mhm. Nur rennen oder auch in feindseliger Absicht? Willst du warten, bis sie da ist? Ich glaube nicht. So, dann dürft ihr jetzt alle mal auf Geschicklichkeit würfeln. Ich geschaffe es. Ich schaffe es. Ich nicht. Der Blöde. Okay. Also, der Skorpion hat dich erreicht und piekst dich. Mhm. Allerdings hast du Glück, er piekst dir in den Stiefel. Also, das heißt, der Stachel kommt nicht durch. Ah! Aber in dem Moment, wo dieser Stachel in den Stiefel, hörst du plötzlich so ein und der Stiefel fängt an, sich aufzulösen. Lass dich nicht stechen! In dem Stiefel müsste schon ein Loch sein von der Sperrfalle. Ist da ein Loch? Ja, also es sind jetzt so Löcher überall und es raucht und alles ganz fürchterlich. Also er hat inzwischen die Tür, wie gesagt, erreicht und rennt hindurch und schlägt die hinter sich zu mit einem. Was macht ihr jetzt mit den Skorpionen? Wie viele sind das? 1, 2, 3, da stand doch ein 4. Bücherregal. Ja. Können wir das auf die Skorpione umwerfen? Klar, du kannst solche Dinge machen. Willst du das tun? Wirf mal auf Körperkraft. Geschafft. Okay, du reißt dieses Regal um, was so krachend zu Boden geht und mit Sicherheit auch ein paar Skorpione unter sich begraben hat, aber es sind schon ein paar. Der hat einen großen Gürtel. Ja, war ja stattlicher Mann. Ja. Stattliche Leute haben große Gürtel. Der Chat fragt, ob man diese Würfel irgendwo, diesen Gürtel irgendwo kaufen kann. Für DSA 5, ob es den da gibt. Und ich frage für einen Freund. Ja, sehr gut. Wir geben uns dann mal Mühe, dass wir diesen Gürtel auch wieder dann entsprechend ins Spiel zurückbringen, wo er hingehört. Brustkammer. Ja. Wir können ihn auch in die Lab-Kampagne einbauen. Murgols Skorpiongürtel. So, und jetzt stelle ich einfach vor, dass die Skorpione sich bewegen. Oh nein, was machen wir nur? Ah, Lab, die Immersion ist perfekt. Wie dem auch sei, ich möchte gerne über. Skorpione haben. Ich möchte gerne über die. Schale Krabbeltiere. Ja, okay. Über die umgestürzte Bücherregal möchte ich drüber laufen zu dem Ausgang, wo der fiese Magier dann rausgegangen ist. Okay, was möchtest du? Nachdem du fertig bist aufzuschreiben, er bewirft uns mit seinem Gürtel. Ich versuche, den Skorpion zu zertrampeln, der versucht hat, mich zu stechen. Das ist gar kein Problem. Du womit? Trittst einfach drauf, weil der war ja schon direkt bei dir. Das heißt, ihr habt ein paar Skorpione jetzt schon erledigt. Du kümmerst dich ja nicht um die Skorpione, aber reichst die Tür. Ich trampel auf dem Bücherregal halt noch. Ja, und du trampelst auf dem Bücherregal. Also die so richtig. Du steppst auf dem Bücherregal, okay. Und erreichst dann die Tür, aber die ist leider abgeschlossen. Boah. Da. Der Fiesling. Okay, es sind noch ein paar Skorpione unterwegs. Ihr dürft alle nochmal auf Geschicklichkeit werfen. Ja. Mir gelingt es. Gelungen. Habt ihr alle so Glück gehabt, dass ihr die Skorpione. Man kriegt keine Züge dafür, wenn man sehr niedrige Lebensenergie hat. Nein. Soweit sind wir noch nicht. Bis jetzt macht euch das noch nichts aus. Ich bin fast tot. In ein paar Jahren wird das schlimm werden. Aber ja. Aktuell, wenn wir älter sind und nicht mehr so. Eure Kinder werden dann irgendwann tatsächlich damit große Probleme haben, wenn ihnen was wehtut. Aber ihr seid dann noch völlig immun gegen Schmerzen. Damals in der guten Zeit haben wir uns nicht, haben wir nicht so rumgemappt, als ihr verletzt. So, Nubor, was möchtest du tun? Ich bin fast tot noch. Skorpione zertreten. Ich möchte irgendwas, was rumsteht, nehmen und auf die Skorpione werfen. Mhm. Ist kein Problem. Okay, also, möchtet ihr weiterhin Skorpione zertrampeln und vernichten? Ja. Möchte irgendjemand von euch was Besonderes machen? Nein. Gibt es noch andere schwere Gegenstände, die panisch Skorpione klatschen? Gibt es noch andere schwere Gegenstände, die man auf die Skorpione werfen kann? Nicht mehr wirklich. Die Kommode, den Spiegel, Mitstreiter. Gibt es noch irgendwie Bücher, die man. Nee, die sind alle schon. Also, ihr nehmt gerade das Mobiliar auseinander. Dieses schicke Diarium des Weitgereisten. Stimmt. Nein, das habe ich ins Feuer geworfen. Ja. Weißt du, wenn wir schon nicht gewinnen, dann machen wir wenigstens die Bude kaputt.
Okay, gut, also ihr vernichtet weitere Skorpione. Ihr habt nicht haben, könnt ihr keine haben. Gut, ihr dürft alle nochmal auf Geschicklichkeit würfeln, während die Skorpione um euch herum machen. Nicht geschafft. Geschafft. Du hast Glück gehabt. Er hat dich nicht, also er hat dich erwischt, du hast einen Skorpion an dir, aber er sticht noch nicht. Also du bemerkst ihn noch, als er gerade dein Bein hochkrabbelt. Skorpion! Möchtest du ihn wirklich mit der Hand wegmachen? Also ich wäre dafür, dass du versuchst, ihn mit der Axt wegzuschlagen. Ich habe keine Axt. Nimm den Krummsäbel, das ist mir egal. Schlag zu. Schlag nicht zu. 20! Was habe ich gesagt? Skorpion! Da saß ein Skorpion. Man sieht in der Aufnahme von dem Skorpion so. Hüpft weg! Klatsch. Er hat dich gestochen, das muss abortiert werden, bevor es jetzt Gift ausbreitet. Was für ein Gift? Okay, das sind mal leckere 6 Punkte Schaden. Du hast angesetzt, geschmeidig zu sagen. Ja. Es kommen 2 durch. Au! Spinnst du? Jetzt kommt mir das weg, oder? Ich bin bei 31%. Danke. So. Ihr macht den, und dann macht ihr, schafft ihr es tatsächlich, die restlichen Skorpionen noch platt zu trampeln. Entschuldigung. Du musst doch nicht diese riesige Axt benutzen, um das kleine Scheißding zu verprügeln. Das war jetzt Krummsäbel. Sah aber aus wie eine Axt. Krummsäbel war so krumm, das sah aus wie eine Axt. Das hatte ich nicht gestochen. Das stimmt. Er ist voll geflohen, flaut auf. Ich trete die Tür auf, durch die der Magier entschwunden ist. Ein sich wiederholendes Thema. Okay. Tatsächlich darfst du auf Körperkraft würfeln, um zu versuchen, das zu schaffen. Es gelingt. Du trittst die Tür, die tatsächlich nicht so stabil ist. Ich habe gar nicht auf die Beschreibung gemacht. Probleme. Ja, das, als ob du jemals auf irgendwas warten würdest. Das Eintreten funktioniert ja auch in der Regel. Gibt es schildähnliche Gegenstände in Rum des Magiers? Nein, aber jetzt steht der Magier da und wirft seine Unterhose runter, die sich in eine Reihe elektrischer Aale verwandelt. Ich habe noch hingefallen, weil die Hose runtergerutscht ist. Ich mag meine Aalunterwäsche. Das kribbelt so schön. Ich mag aber die Idee von dem Bösewicht, der von Raum zu Raum sich ein Kleidungsstück runterreißt. Spätestens dann, wenn er dich mit seiner Leopardenwäsche bewirft, weißt du Bescheid. Ja. Vielleicht kommt ja noch eine albernere Version von Nachtlose Nacht. Die so etwas thematisiert. Da fällt so wieder ein, was du für ein Klopapier benutzen kannst. Das ist Zylospongium. Alle? Oder wie hieß das Ding? Zylospongium, ja. Die Römer haben Toiletten mit gehabt, vor denen, also wenn sie reich waren, vor denen ständig Wasser entlang lief und haben sich den Hintern mit einem Schwamm an einem Stab gereinigt, der dann auch immer in diesem Wasser ausgewaschen wurde. Was unter anderem eine wichtige Waffe sein kann in einer großen Nacht. Sehr unwürdig, aber irgendwie. Der Schwamm riecht komisch. So weit sind wir noch nicht. Wenn man an den Punkt kommt in der Bibel, wo Jesus am Kreuz hängt und sagt, ich bin so durstig, in einer der Römer reicht ihm Essig an einem Schwamm, ist nicht der Essig das Problem, denn verdünnter Essig war Standardgetränk bei den römischen Legionen, aber der Schwamm, warum hat dieser Legionär einen Schwamm dabei? Damit er sich am Rücken wascht. Oh. Das macht's gerade nicht okay. Besser. Okay. 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 Ihr steht hier vor einer Fallgrube. Was? Ja, würdet schätzen, die ist so etwa 3 Meter tief und am Boden sind zugespitzte Eisenstäbe, mit denen du ja schon ausreichend Bekanntschaft in einem Nebenraum. Der Arme ist in der Todesfalle. Wie breit ist sie? Der Raum ist 2 Meter, also das heißt, der ist genauso breit wie der Gang. Nee, aber... Also 3 Meter. 3 Meter. 3 Meter tief, 3 Meter weit. Ich spüre da rübergefallen. Da hat sich an seinem
Python-Armband gehangen. Wo seid ihr jetzt? In welchem Raum? 36. Bei C. Ja. Du darfst mal auf Geschicklichkeit würfeln. Ich schaffe es. Mit plus 3? Nein. Oh. Ich schaff's. Doch, du springst und landest an einem Spiegel. Was? An einem Spiegel hätte ich mich darin nicht sehen müssen. Nein, weil der ist so angebracht, dass er, also das ist eine Illusion. Ah. Mhm. Lernt die Tücken einer Spiegelfalle kennen. Direkt hinter ihr schließt ein Klatterspiegel den Durchgang ab und gaukelt den Betrachter vor. Hinter der Grube befindet sich ein Raum. Mir ist nicht wirklich klar, wie das funktionieren soll, aber ich bin trotzdem wütend. So wie diese Periskope, wo du unter die Ecke gucken kannst. Ja, aber wie kann ich denn dagegen knallen? It's magic. Okay, du nimmst 7 Punkte Schaden. Dann kommen 3 durch. Hm. Auch bei Fallschaden? Ja, das ist ja Knallschaden. Wir sind noch nicht so weit, dass das unterschieden wird. Ich bin bei 23%. Danke. Brumpf. Und die hört hinter dem Spiegel ein. Ich lass mal ein Seil für Nuno runter. Letzter noch. Mein Stolz ist schlimmer verletzt als mein Körper. Du hast also, schon wieder. Du hast also weniger als 23% Stolz. 23% Stolz. Das wird gerade nicht besser. Wollt ihr irgendwas tun? Ich lasse ein Seil für Nuno runter. Okay. Ich schaue mal, ob ich irgendwas Schweres habe, was ich gegen den Spiegel schmeißen könnte. Ich habe diese Karaffe mit dem Rubin. Ich habe einen Seidenteppich. Nimm den Seidenteppich. Plöpp. Ich nehme die Karaffe mit dem Rubin und werfe sie gegen den Spiegel. Klön. Würfel mal auf Geschicklichkeit. Plus 3. 9. Könnte passen. Warte, warte, warte. Nein, tut's nicht. Ich werfe sie nur an die Birne. Au! Entschuldigung, das war kein Angst. Was ist die Karaffe auf mich? Fass nicht den Rubin an! Was für ein Rubin? Fass ihn nicht an! Ich bin gegen den scheiß Spiegel gesprungen. Warum sollte die scheiß kleine Karaffe das Ding jetzt kaputt machen? Du weißt nicht. Wir brauchen etwas, das mehr wiegt als Nubor. Der Chat weist darauf hin, dass am Boden der Grube noch sicher Heiltränke liegen. Außerdem liegen hier 3 tote Abenteurer und 2 Parfümfläschchen bei sich haben. Kommst du jetzt so hoch? Irgendjemand für unsere Fernkampfwaffe? Nein, Fernkampf ist noch nicht erfunden. Ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück in die Waffenkammer. Bis gleich. Nein, das dauert eine Weile. Das dauert gar nicht so lange. Geh sorgfältig. Warte, nein, ich möchte mitkommen. Die Dinge wir müssen gemeinsam gehen. Ihr habt bisher keinen Weg gefunden, da durchzukommen. Und ihr habt das dumpfe Gefühl, Sachen gegen diesen Spiegel zu werfen, hilft nicht. Ihr müsst ihn unschädlich machen. Wir kommen wieder. War da nicht noch ein anderer Spiegel irgendwo? Das war der Spiegel aus schwarzem Obsidian, der den Sumpf zeigt. Also Glas, ja. Aus schwarzem Glas. Trotzdem erstmal zurück zur Waffenkammer gemeinsam. Was machst du? Mich rausziehen. Hat sich der Spiegel zur Zeit verändert? Du ziehst dich aus? Nein, der soll mich rausziehen. Ach so. Ausziehen hatten wir schon. Ich glaube, die gehen jetzt erstmal Waffen holen, dann kommen wir mit, damit nicht von einem Gestaltswandler übernommen wird. Ich hole mir einen Holzschild. Intermission. Also, als du in den Raum kommst, während ich gerade wie längst der helle Bade versuche rauszusuchen, richte ich sie auf dich und sage: Freund, wo ist dein Schild? In Andergast gibt es keine Bananen. Gut. Büchst du für den Zwerg? Ihr hört plötzlich von hier ein freches Kichern. Ich kenne eure Losung. Und dann rennt's weg. Wir müssen uns in den Reihen ausdenken. Mickey Mouse hat Wachs. Mickey Mouse hat Wachs? Ja. Okay. Wer ist Mickey Mouse? Und warum hat er Warzen? Das ist ein Biestinger. Der Mäusebiestinger hat Warzen. Gut. Der Mäusebiestinger hat Warzen. Ich nehme einen neuen Holzschild. Mhm. Ist das die Antwort auf Freund, wo ist dein Schild? Ja. Ist das? Gut. Ich
bin mal gespannt, wie lange der hält. Ich würde ihn mit Bleistift. Bis zum nächsten Spielleiterweg. Ich würde ihn mit Bleistift aufschreiben, den Schild, ja, doch durchaus. So, was wollt ihr dann machen, nachdem ihr euch wieder frisch ausgerüstet habt? Ihr hört so ein entferntes. Also der ist echt gut. Wir können doch irgendwo links vorbeigehen, bis wir irgendeine Lösung gefunden haben. Ja, aber da ist ja schon. Warte, wir haben den Geheimgang hier, die Tür nicht aufbekommen, ne? Der ist wieder in 32, oder? Wir sind wieder in der Waffenkammer. Ja, verzweifelt sind sie zurückgekehrt in den Raum 32. Hier war noch eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben, oder? Ja. Yep. Was war nochmal das Problem? Wir hatten keinen Schlüssel. Ja. Yep. Sie ist extrem stabil. Mhm. Ich glaube, das. Ich bin der Meinung, irgendwas mit dem Spiegel. Vielleicht können wir den Spiegel auf den Spiegel richten und dann heben sie sich auf. Keine, ich habe noch einen Handspiegel. Hm. Wir machen einfach den Spiegel kaputt. Kann uns wenigstens nicht mehr spionieren. Was macht der jetzt? Wir können hier auch einfach links vorbeigehen und den Rest uns hier anschauen. Oder wir können diese Treppenstufen runtergehen, die wir eben hatten. Nein, ihr geht jetzt zurück und kümmert euch gefälligst darum, dass ihr diesen Murgol findet. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit beschämmert zu lachen hinter dem Spiegel doch nicht unzerbrechlich. Dafür kann ich doch nichts. Du hast schon zweimal tiefgreifend dieses Abenteuer verändert, indem du eine leere Kassette und ein leeres Buch erfunden hast. Jetzt kannst du auch einen leeren Spiegel erfinden. Der hätte auch gucken wir uns mal den Schreibtisch an. Der hätte auch Spiegelsprühzeug drin sein können, um Spiegel zu vernichten. Bett Anti-Spiegel-Gel, das wär's doch gewesen. Nein, nein, nein. Wir treten leer. Nicht auf das blöde Pentagramm. Genau. Nur Vampir. Ja. Weil der nicht im Spiegel zu sehen ist, genau, kann er durchgehen. Stimmt, der Spiegel. Ah. Verdammt, die Mumien waren so knapp dran. Ja, da schon Werwolf. Ein Werwolf, das ist. Das stimmt. Gut, also, was macht ihr dann jetzt, wenn ihr zurück seid in dem Raum? Gucken, was, ob was Hilfreiches am Schreibtisch ist. Nein. Ich nehme den Spiegel mal ab. Mhm. Kann ich, wenn ich auf dem Spiegel rumtatsche, für der da draußen die Sumpflandschaft gezeigt hat, passiert dann was? Nicht wirklich. Es also so, es wabbert so ein bisschen. Ja. Es kann aber auch an dem Material liegen. Schwarzes Obsidian. Es ist schwarzes Glas. Schwarzes Glas, das wabbert ein bisschen. Das ist halt so. Wie gut sind deine Erfahrungswerte mit schwarzem Glas? Das ist tatsächlich überschaubar, deswegen nehme ich gerne deine Anregungen an, was wabbern das schwarzes Glas angeht. Mhm. Interessant. Na, was macht ihr jetzt? Das ist noch eine Kommode, die gucken wir uns auch noch an. Leer. Was ist mit den Skorpionen passiert, nachdem sie plattgetreten wurden? Tot. Ja, tot, aber sind die immer noch aus Gold und sind die immer noch da? Ja, das ist so ein Katzengold. So, weiter. Ich gucke wieso mir noch mal, alles aus Katzengold? Ein Geheimgang oder ein Geheimschalter oder irgendwas gibt. Ich schmeiß den Spiegel auf den anderen Spiegel. Clear, bumm, kaputt, weg. Sehr gut. Ihr musstet nur den Spiegel zerstören. Genau das steht hier und das sagt er seit der Viertelstunde. Oh, aus purem Zufall heraus nehmt ihr den Spiegel, werft ihn gegen den anderen. In dem Moment, wo dieser schwarze Spiegel, das ist diesem schwarzen Glas, diesen anderen Spiegel trifft, zerspringt der in tausend Teile und der andere Spiegel gleich mit und dahinter so ein Nein! Doch! Dafür, dass er nur hinter einer Glasscheibe war, hat er aber sehr selbstsicher gelacht die ganze Zeit. Oh, er war ja nicht nur hinter einer Glasscheibe, er war hinter einer verspiegelten, magischen, unzerbrechlichen Glasscheibe, die jetzt nur kaputt gegangen ist, weil wir den anderen Spiegel zerbrochen haben, von dem und wir nicht dachten, dass seine Verbindung so dafür hinter, weil es nämlich der Sumpfspiegel ist. Ihr seid so schlau, wie ihr darauf gekommen seid, das ist total der Wahnsinn. Oh nein, sie haben den einzigen interagierbaren Gegenstand in dem anderen Raum genommen und mit diesem benutzt. Nein, sie haben... Gerade das Abenteuer sieht vor, dass mein Spiegel einfach irgendwie kaputt schlägt. Nein, dass wir den anderen, den zweiten Spiegel... Es muss mit dem Spiegel passieren. Nein, es ist egal, wie wir den zweiten Spiegel kaputt machen. Die Falle kann unschädlich gemacht werden, wenn man den schwarzen Spiegel im Raum 35 zerstört. Ist doch relativ eindeutig. Hm. Hast du noch nie Maniac Mansion gespielt? Die Grube ist auch weg? Nein. Ja. Die ist ziemlich real, da ist Nubor nämlich schon reingefallen. Achso, übrigens, auf der anderen Seite wartet jetzt immer noch euer Gegner auf euch. Ich werfe die Lanze, die ich mir geholt habe. Du hast dir eine Lanze geholt? Ich habe vorhin gesagt, dass ich die längste Waffe, Hellebarde, Lanze, Speer, was auch immer da ist, mitnehme aus der Waffenkammer. Und dann wirf sie doch einfach auf ihn. Wie funktioniert Fernkampf? Geschicklichkeit.
Ja, ich wäre vorbei. Ja. Aber es war eine schöne Geste. Ha, ha, ha! Folge dem Speer. Aber da fällt mir ein, ich muss noch was vorlesen. Ein quadratischer Raum, der 6x6 Meter ist. Wie sehen wir das denn von der anderen Seite der 3 Meter breiten Fallgrube? Hier ist ein Schild eingelassen, wo die da Raum war. Hinten ist nochmal so ein Eckspiegel wie an der Kreuzung, weißt du, damit du noch sehen kannst, was dahinter funktioniert. Alles auch verzeihen, wo der Hydrant ist. Weißt du? Ja, ja. So, also an der Stelle vergesse ich, natürlich heldenhaft, ihr seid, springt jetzt über die Grube und macht euch über den Magier her, richtig? Ohne Geschicklichkeitsprobe? Ja, ist ja auch nicht weit. Okay, oh, ich mach mit. Ich kein Spiegel davor, es geht genau. Also 3 Meter finde ich jetzt gar nicht so unweit. Ihr seid aber Helden. Im Catnet. So, ihr dürft mal alle auf Geschicklichkeit würfeln. Daneben. Geschafft. Daneben. Um wie viel? 5. Ja, das schaffst du. Bei dir? 3. Ah, knapp. Das geschafft. Sehr gut. Also. Ein quadratischer Raum, der 6x6 Meter misst. Er ist 3 Meter hoch. Sein Eingang liegt ganz im Norden der Westwand. Der Raum wird von einem Kerzenleuchter in der Mitte der Ostwand spärlich erhellt. Entlang der Südwand steht eine komfortable schwarze Liege, die mit einem kostbaren Eisbärfell bedeckt ist. Darauf liegen... Nachdem er alle seine Gegenstände aufgezogen hat, um euch zu bekämpfen, empfängt euch jetzt in seinem Boudoir. Die Boudoir des Magiers auf seinem Eisbärfell. Mitten in der Ostwand erhebt sich ein kleiner Altar aus Obsidian. Davor steht ein kleiner Jadegötze und auf dem Altar ein Kerzenleuchter. Bis auf ein kleines Schränkchen neben der Liege scheint der Raum leer zu sein. So eine kleine Liege mit so einem kleinen Eisbefehl, so einem kleinen Küsschen. Mitten im Raum. Mitten im Raum steht Murgol und deutet mit einem großen Zepter auf die Eindringlinge. An der Spitze ist das Zepter mit 2 Adlerschwingen verziert. Das Ende läuft in einem dicken Knauf aus. So ein Ding. Das Magier starb mit einem Knauf am Ende. Es ist ein viel zitiertes Lied aus der Schattenwelt. Mach die Stimmung nicht kaputt. Wir haben deinen Spiegel kaputt gemacht und du bist als nächstes dran. Werden wir ja sehen. Ich habe deine Mumien erschlagen, ich habe deinen Spiegel kaputt gemacht, ich habe deine Skorpione zertreten, ich habe deinen Kack-Spiegel vor dieser Fallgrube kaputt gemacht und jetzt bist du... Und dein Gestaltwandler ist auch beinahe draufgegangen. Der Spiegel war doppelt, den müssen wir abziehen. Ich habe auch zwei Spiegel kaputt gemacht. Ich habe zwei Spiegel kaputt gemacht. Er guckt dich an, überlegt kurz, deutet dann mit dem Stab auf dich und sagt... Ban Baladin, dein nein. Freund ist hier. Oh nein. Permanent, ne? Ja. Dann wollen wir doch mal würfeln. Nur Würfel zum NSC. Und ich bin frei. Und du übernimmst deinen Murgol und musst die ganze Zeit hämisch lachen. Solange ich mir die ganze Zeit Kleidungsstücke vom Leib reißen kann, um die Feinde zu verschonen. Ich fang doch einfach schon mal damit an. Mal gucken, was passiert. Nicht auf Twitch. Mein Charakter reißt sich das Ketten. Also bis zu einem gewissen Grad darf er sich ausziehen. Männernippel, glaube ich, darf man zeigen auf Twitch. Das sind nur Frauennippel. Ich will da nichts riskieren, ehrlich gesagt, in dem Fall. So, du würfelst mal bitte mit 3 sechsseitigen Würfeln. Unter dir ist deine Monsterklasse. Nehmen wir meine Stufe. 3, 9... Mal angenommen, ich wäre du. Was wäre meine Monster? Charisma. Dein Charisma. Wisst ihr, Helden können gar nicht verzaubert werden. Das ist nicht mal möglich. Das stimmt, deswegen steht der einfach jetzt auch fehl. So, was macht ihr? Ich zerstöre seinen Altar. Weil dein meine Axt. Niemand will dein Freund sein. So. Ich zerstöre sein Gesicht mit meinem Krummsäbel. Du sagst, das ist logisch unmöglich, denn ich habe keine Freunde. Niemand kann mich leiden, ich kann nicht mehr zaubert werden. Ich bin immun gegen meinen Baladin. Und jetzt gibt's Flammengeballer! Was hat der für einen Mutwert? Der hat auch schon agiert, der war vor euch dran. Das muss in den Comic. Zack. Ich verfehle. Natürlich tust du das. Ich nicht. Na! Du Scherge. Ich kann nicht parieren, weil ich habe keinen Paradewert. Nur 7. Du fügst ihm einen fiesen Schnitt zu. Ah! Hund! Zwerg. Zwerghund! Eisbär. Chivap Chichi. So. Ich schlage mit meiner Axt auf den Altar ein, denn ich habe aus einschlägigen amerikanischen Dokumentationen gelernt, dass man Hexen nur besiegen kann, wenn man ihren
Altar errichtet. Gibt es viele amerikanische Dokumentationen da, wo du herkommst? Das ist Metagame. Oh. Okay, also, du nimmst dein Schwert und trümmerst auf diesen Altar ein. Du nimmst deine Axt und trümmerst auf diesen Altar ein. Das führt zu einer sehr interessanten Szene, nämlich, dass alle anderen drei Herren im Raum plötzlich kurz gucken, rüberschauen, dir zugucken, sich ansehen, mit den Schultern zurück und weiterkämpfen. Entschuldigung, so. Kämpfen. Ha. Aber der Altar, das amerikanische Fernsehen hat dich belogen. Aber der... Ich muss sofort was Twitter dazu. Das geht gegen die Monsterklasse. Das ist echt, der hat echt ein Problem. Der kann jeden dieser Zauber wirken. Steht da. Aber die gehen alle gegen die Monsterklasse. Das klingt nicht durchdacht. Ach, ich mach's jetzt einfach ein. Fulminictus Donnergeil, schlage drei in Schwert und Beil. Ach ja, das ist so ein DSA ist so dysfunktional. Nein, er will mich anfassen. Hörst du jetzt auch mit DSA? Nein. Niemals. Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen. Das ist meine persönliche Strafe. Vielleicht bin ich ja schon tot und das ist meine Hölle. 8 Punkte Schaden. Wahrscheinlich. Ohne Rüstung. Ohne Rüstung. Dann bin ich bei 11%. Du bist nicht. Das ist die Origin Story von Nubor. Was? Er ist einfach Michael, der in der Hölle ist. Michael, der in der Hölle ist, genau. Vielleicht wacht er eines Tages auf. Sehr gut. Er war dran, du bist dran, Nubor. Nubor! Ich verdiene keinen Tipp. Oh, ich treffe nicht. Leta. Auch nicht. Ich lasse jetzt von dem Alter ab. Verwandelt seinen Zauberstab in ein Flammenschwert. Das ging damals schon? Ja. Und lässt das einfach mal auf dich herabfahren. Du tötest gerade den Zwerg? Dann würde ich mal parieren. Meisterlich. Bruchfaktor. Ja. Gerade so geschafft. Weil... Das Ding ist aber unzerbrechlich von ihm. Oder? Ja, natürlich. Weil das noch dazu eine magische Waffe ist und so schwer und magisch und brennen und so weiter und so fort, macht das den Stahl ein bisschen weiter kaputt. Und würde es reichen, wenn dein Bruchfaktor um 1 höher gewesen wäre? Ja. Dann ist er um 1 schlechter gegen diese Waffe. Ach so, aber nicht permanent. Nein, nein, nur jetzt. Also jetzt zerbricht jetzt ja. Nee, das ist jetzt permanent, weil die Waffe geht kaputt. Also ich habe eine 4 von 2 gewürfelt. Ach so. Ja, nee, dann ist um 2 erhöht. Ach so, also die Waffe ist einfach kaputt. Sag das doch. Gut, alles klar. Das ist aber schade, dass das gerade so dann passiert ist an der Stelle. Ja, das haben wir so knapp. Also dein Schwert zerspringt so in alle Richtungen. Ja. Ja. So wie bei meinem Schwert. Dass ich ein Ersatzschwert habe. Ja. Der Trend geht zum Zweitschwert. Ja. In du, Nubo. Ich treffe. Was? Pariert. Bruchfaktor. 5. Ist das auch ein 2 Punkte? Bei dem? Oder ist die magische Wirkung schon verflogen? Nee, der ist in deinem Fall sogar um 3 erhöht. Das ist egal, 2 hätte auch gereicht, aber gut, dass es noch schwieriger macht. Dann zerspringt mein Krummsäbel. Nein, 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 tut er nicht, alles gut. Ich habe noch ein Schwert dabei. Yeah. Okay, dann dein Krummsäbel zersplittert. Das ist heroischer, wenn man am Ende kaum noch mit Waffen dasteht und du musst ihn dann erwürgen. Total heroisch, sein Gegner mühselig zu Tode zu würgen, während er mit seiner Unterwäsche Anläufe über die Zunge aus dem Rachen. Hast du die alte Serie von mit Flash Gordon aus den 30ern gesehen? Mit Buster Crabbe in der Hauptrolle. Nee. Der erwürgt gerne mit Schwert. Vorrangig. Geht nein. Vorbei. Das Zweitschwert. Ich treffe! Ich kann nicht mehr parieren. Nein! Doch. Oh. 6, 10, 11. 11! Also du triffst ihn wirklich schlimm. Nimm das! Und das! Da dreht er sich aber zu dir rum. Ich habe auch keine Freunde! Zaubert einen schlimmen, schlimmen Spruch. Schlimmibus, Schalibus.
Monsterklasse. Scheiße. So, das haben wir doch. Ist schon schlimm, dieses Magiezeug. Ja. Au. Nur bei der Magier. Auch, au. Das ist bestimmt so ein Perverser. Der ist bestimmt unter seiner Kleidung völlig nackt. Mhm. Wie es sich für den Saunaclub an also mein, gehört. Also mein Sichtfeld wäre an den Rändern rot und ja. Würde wackeln und man hört mein Herz schon. Tutum, tutum, tutum. Muss ich nur gegen die Wand lehnen, dann wird es besser. Weißt du was? Was soll ich das bei mir machen? Der knüttelt dich. Er haut dich. Magie ist zu kompliziert, der gibt dir auf die Fresse. Vorbei. Ha! Bleib hier, du! Was? Oh, er hat gesprochen. Ne, der redet ja nicht. Der redet nicht? Nein. Außer für seine Zaubersprüche. Da krummelt er mehr so ein bisschen. Er kann das in sein Lachen ein. Schwarzmagisch. Ne, er war dran, damit ist Nubor. Er ist als, nee, als letztes. Als erstes. Nein, er ist als erstes dran. Er ist als erstes, erstes jetzt dran. Du. Dann bist du, dann ist der Zwerg, dann ist die Feige. Ich ziehe mein Schwert und patze mit einer 20. Mein Schwert! In die Grube! Nein. Ich verfehle nur. Ich treffe. Das ist unfassbar. Nicht pariert. Ja. 10. Oh, das sind 2 Punkte zu wenig gewesen. Ja! Treffer. Nicht pariert. Wieso? Weil ich minus 3 habe durch die Axt. Ja. Das ist ungeschickt. 6 Punkte. Dann kommen 3 durch meine Rüstung durch, dann habe ich noch 3. Das sind... Ungefähr 10. Ja, ungefähr 10%. Ich glaube 9 sind es. Stirb endlich! Nach dir! Hey. Na gut! Oh. So, Nubor. Ich ziehe mein Stemmeisen. Ich mit meinem Stemmeisen auf ihn ein. Ich treffe. Nicht pariert. 6 Schaden. Du gib mich doch mal Scheiße, mach ich den Spiegel, ey! Der Typ gerade mit dem Brecheisen totgeschlagen. Ja, mit meinem Stemmeisen. Mit meinem Deutschstemmeisen. Was? Achso, ja, Half-Life Reconfirmed. Ich dachte jetzt gerade eher an den Joke. Okay, also du. In deiner Wutraserei schlägst du ihn zu einem blutigen Haufen Zauberer. Mhm. Deswegen waren wir doch mal ursprünglich hier. Wir müssen irgendeine Urkunde finden. Ja. Was macht ihr? Wir durchsuchen den Raum. Ich hole mein Schwert. Das weggeflogen ist. Also in. Ich soll mal ein Stemmeisen an der Robe des Magiers und suche dann mit Schwert. Ist der echt tot? Ja. Ich war aber irgendwie. Der Vorstellung, dass er sein Stemmeisen nimmt und ihn auf dem Boden weiter totschlägt. Hat aber gereicht, ja. Ja, der manchmal reicht doch einfach ein Stemmeisen im Gesicht. Ja. So hätte man Barbara auch verfahren. Ab und an mal ein Stemmeisen im Gesicht. Sehr gut. Also, das war meine Schwachstelle. Wahres Eisen. So, also ihr habt blanke jetzt... Blanke Gewalt. Er liegt im Endeffekt jetzt blutüberströmt und völlig schlimm zugerichtet. Also gerade das Stemmeisen am Ende hat sein Übriges getan. Am Boden. Und das ist noch so ein verzerrtes... hämisches Grinsen auf seinem Gesicht zu sehen. Ich schlage mal zu. Jetzt fehlen dem Grinsen einige Zähne. Ja. Jetzt reicht's aber. Jetzt halte ich ihn mal zurück. Lass uns lieber diese Urkunde finden, bevor ich verblute. Du verblutest nicht. Nein, mach den Nigel. Nein. Kriegt dieses Brecheisen jetzt auch einen Frauennamen? Ja, und ich wickel Stacheldraht noch um das Stemmeisen. wo hast du die Unterlagen versteckt, du ruchloser Magier? Du. Der ist tot. Der ist tot.
Dann zu schlecht. Ich dachte, der würde irgendwas Sinnvolles sagen. Hätte er vielleicht ohne Stämme. Wenn er nicht antwortet, muss ich ihn leider töten. Der ist tot. Wer hat ihn denn bitte zweimal sein Schwert komplett durch den Körper gerammt? Aber mein Schwert macht einen Unterschied. Ja, offensichtlich. Anscheinend. Ja. Wir gucken uns wieder mal im Raum um. Da war ja noch ein zerstrubberter Altar und ein kleines Kästchen beim... Genau, in dem Schränkchen findet sich ein Beutel mit 20 Dukaten. Meins. Das wird später aufgeteilt. So, Zimmer 26 Dukaten. Was eine Uhr sagt. Ja. Sonst die arme Tafel zu erlangen, musst du den Herrn des Bösen fangen und dann in dem Hände und dann in deine Hände bringen, Symbol der Macht mit goldenen Schwingen. Schau doch mal sein Zepter genauer an, das hoffentlich sich vom Flammenschwert zurückverwandelt hat. Ja, nachdem er tot war, hat es blinken und liegt jetzt da dumm rum. Ich wette mit dir, das hat einen hohlen Griff. Ich schau mal, ob sein Zepter einen hohlen Griff hat. Und wer ist jetzt uncool beim ganzen Zeit mitschreiben? Tatsächlich, du schraubst hinten diesen riesigen Knauf ab. Und unglaublich, aber wahr, da drin befindet sich Trommelwirbel. Kannst du das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, wie er an seinem Knauf getroffen? Also er nimmt den Knauf. Ja, den nimmt den Knauf. Und dann schraubt er dann. Also er hängt aber erstmal den Schaft von dem Zepter, also wirklich fest. Und dann langsam drehen. Mit gleichmäßigen, schraubenden Bewegungen. Und nachdem sich das Zepter dann geöffnet hat, gibt es dein inneres Preis. Du kriegst deine Belohnung. Und du kriegst deine Belohnung in Form eines sich in deine Hand ergießenden Pergaments. Ich freue mich. Du hast ein gutes Gefühl dabei. Ich fühle mich gut, doch, ich fühle mich gut. Ich rolle das Pergament aus, um zu sehen, ob es sich tatsächlich um das gesuchte Pergament handelt. Ja, es stehen irgendwelche Zeichen drauf, die du nicht lesen kannst. Ich kann lesen und schreiben. Nein, ich gehe näher ran, hole meine. Ich habe jetzt mich erinnert, warum ich diesen blöden Handspiegel dabei habe. Halte das beschriebene Zeugs hoch, ja, den Spiegel, und sage: Sag, ob das alte beschriebene Blatt die nostrischen Ahnen zum Thema hat. Ja. Ja, wollte er nur mit Ja und Nein. Ich werfe und dann, den danach wird das Spiegel schwarz kaputt. Ich werfe den Spiegel weg, roll das Ding zusammen, sage. Damit habt ihr tatsächlich es geschafft, nicht Brunhilde zu benötigen. Ja. Oh, ich habe mir diesen Namen in der letzten Sitzung. Das war extrem geschickt, Leta. Wenn du diesen Monat noch Jeff triffst, sie halt erzähl ich sie nicht, das würde ihn bestimmt verletzen. Das würde ihn verletzen. Ich denke auch, das würde ihn verletzen. Sag, wir hatten große Probleme ohne ihn. Ja. Naja, er ist etwas verrückt. Er hatte den Heilspruch, den er nicht angewendet hat. Genau, er hatte den Heilspruch. Er hat den Heilspruch. Ja, ihr bringt auf jeden Fall das zusammengerollte Pergament zurück zum König, der euch überschwänglich dafür dankt. Das war mal eine schnelle Rückreise. Sie überleben die Rückreise durch den Basel-Verkehr? Ja, ganz keine Schwierigkeit. Der ist inzwischen geräumt. Da gibt es dann Leute, die sagen, weitergehen. Jetzt ist es. Aber als wir rauskommen, hast du kein Schild mehr. Doch. Die Aue der schnelle Reise. Nein, ihr müsst auf dem Schild zurückreisen über den... Vielleicht, roll doch mal den Teppich aus. Vielleicht kann der ja fliegen und wir kommen so zurück. Ich roll doch meinen tollen Teppich nicht in diesen Dreck hier aus. Vielleicht fliegt ja das Eisbärenfell. Gut. Fliegt das Eisbärenfell? Was? Nein. Nein. Was? Und damit habt ihr es tatsächlich geschafft. Ihr habt das Abenteuer der Wald ohne Wiederkehr hinter euch gebracht. Habt es überlebt, habt Murgol den Magier besiegt. Habt das Königreich Nostria gerettet. Indem ihr die Ruinen von Burg Andergast erkundet habt. Club Andergast. Die Ruinen von Club Andergast erkundet habt. Wir haben einen Gestaltswandler zum Erzfeind. Oh ja. Das könnte jeder sein. Pelgor. So, sie nannten ihn eins Pelgor, wird wiederkommen. Es sind schon zwei Charaktere, die wiederkommen müssen. Ja. Ich muss irgendwann anfangen, Abenteuer zu schreiben. Derselbe. Pelgor Returns. Pelgor wird sich als Exitan. Ja. Lass uns nicht vorwegnehmen. Sehr schön. Gut. Alles Weitere. Dankeschön. Alles Weitere erledigen wir dann einfach zu Beginn des nächsten Mals. Wir rechnen mal inzwischen durch, wie viele Abenteuerpunkte ihr bekommt. Vielleicht reicht es ja zum Aufsteigen. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, es könnte um 2-3 Punkte nicht reichen. Aber ist ja nicht schlimm, weil das nächste Mal geht es weiter mit dem Schiff der verlorenen Seelen. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht. Und wir freuen uns schon, wenn es weitergeht auf dem Schiff der verlorenen Seelen. Und wenn ihr glaubt, dass das hier sinnlos war und an manchen Stellen vielleicht ein bisschen komisch, das kann man toppen.
Yay. In diesem Sinne. Ja. Tschüss. Ich habe tatsächlich meine Aufzeichnungen in einem Satz unterstrichen. Und zwar, diese Anlage ergibt mit jedem Raum weniger Sinn. Der Text geht weiter mit, ich unterstreiche diese Aussage, weil Lubo beim Sprung hinüber gegen einen Spiegel prallt. Einen Spiegel. Den wir nicht gesehen haben. Der Spiegel ist unzerbrechlich, zumindest gegen Nubor. Das war der Fehler. Tatsächlich hättest du ihn aus Versehen durchbrechen können, aber nur beim Durchspringen. Aber jetzt mal Stopp, ne? Aber ja, er ist doch durchgesprungen. Nein, also er ist ja dann dagegen gesprungen, weil du musst ja würfeln auf Geschicklichkeiten. Das hat er nicht geschafft. Wir haben 6.